An dieser Stelle sollte eigentlich ein Zitat kommen. Aber an dieser Stelle will ich mal etwas Kritik über, naja, die Deutsche Bahn, die Mitfahrer der Deutschen Bahn, im Allgemeinen dem Zuggeschehen des alltäglichen Lebens berichten oder mich beschweren. Sagen wir es mal so. Eine Nachricht an Leute, die mit Zug fahren, teilweise mit Bus, aber Busmitfahrer sind nicht ganz solche Arschlöcher. Zugmitfahrer schon, wie ich gemerkt habe. Also fangen wir erstmal von vorne an. Ich fahre, da ich jetzt in die neue Schule gehe, immer mal wieder mit einem Zug. Und da ich mit einem Zug fahre, kommt damit ja auch rein, dass andere Leute mitfahren. Warum das Kritik jetzt an der Deutschen Bahn auch mit ist, ist nicht, weil ich die Deutsche Bahn nicht mag, was ich auch unterstelle, also sage ich einfach, ich mag die nicht, weil die sind überteuerte, arschteure, geldgeile Wichser und das kann man schon mal über die Deutsche Bahn sagen. Und keine Organisationstalente. Die Deutsche Bahn könnte umso viel besser sein, umso viel besser laufen. Mit Organisation. Benjamin sagt die ganze Zeit nichts. Der sitzt hier nur ruhig da. Das kann auch erstmal so bleiben. Weil er ist mein Zitat hier am Anfang ersetzen soll. Und da sagt Benjamin ja normalerweise auch nichts bei meinem Zitat. Also, fangen wir an. Ich auf der Rückfahrt von Dresden-Neustadt. Ja, da steige ich immer ein, weil da auch meine Schule ist. Zurück zu mir. Ja. Ich will noch nicht verraten, wo ich wohne, weil das will ich dann eigentlich machen, wenn wir unsere persönlichen Filmerfahrungen machen, was ja dann auch nächste oder übernächste Folge passieren wird. Hatten wir ja gesagt in der letzten Folge. Das wird auch nur eine Folgenbesprechung zur House of the Dragon werden, zu Folge 3. Deswegen wird es ja auch keine allwöchentlichen Filme geben. Wir werden natürlich abschweifen, ist klar, wie ich es jetzt auch gerade mache. Deswegen zurück zum Thema. Ich rede hier schon seit 2,5 Minuten, das ist schön, aber das mache ich jetzt weiter so. Also, ich steige in den Zug ein. So, jetzt werde ich lauter. Entschuldigt bitte, aber ich werde lauter. Ich steige in den Zug ein. Ich sehe schon, der ist scheiße voll. So, der ist scheiße voll und ich werde keinen Sitzplatz bekommen. Punkt 1. Punkt 2 ist, ich stehe dann drin, fahre ein bisschen. Okay, ein paar Stationen fahre ich dann. Dann gibt es eine Station, wo viele aussteigen müssen. Und da war mein erster Punkt. Nee, aber mein erster und letzter Punkt auch. Dann bin ich mit dem Zitat teilweise durch. Denn, das unterschreibe ich, diese Aussage, Fahrgäste in der Deutschen Bahn sind keine Menschen, das sind Tiere. Das sind Tiere, die nur ihr eigenes Glück und ihr eigenes Verlangen im Sinn haben. Ich stehe im Eingang, weil ich mich nicht hinsetzen kann. Dann laufen dort, gut, möchten wir es auch verzeihen, es waren auch Erwachsene, aber größtenteils waren es irgendwelche Kinder, Jugendliche. Sie waren jünger als ich, okay. Da kann ich es halbwegs noch verzeihen, weil ja, Jüngere ist, ja, also so 12, 13, 14, 15-Jährige sind einfach dumm, größtenteils. Ich weiß, wir holen uns hier gerade voll den Shitstorm ein, wenn wir groß werden, da wir aber kein großer Kanal sind, noch nicht, ist mir das egal. Daher, Menschen verhalten sich wie Tiere. Ganz ehrlich, ich stehe dort in der Bahn, die wollen raus, ich bin drin. So, die sehen, dass da jemand steht. Und ohne Erbarmen rennen die ran und wollen raus zu den Ausgängen. Ey Leute, der Zug steht, der fährt nicht ab, bevor ihr alle raus seid. So, ihr braucht nicht drängeln. Ne? Ich habe mich dann irgendwie versucht, in den Hintergrund zu. Ich habe ja auch geschafft, aber die Leute, ey, ganz ehrlich, die sind so dumme, wirklich, die rennen da raus, die denken, die Zugtüren gehen zu und dann kommt irgendwie, keine Ahnung, Michael Myers vorbei und murkst sie alle ab. Nee, Alter, Leute, ihr kommt alle raus. Alle raus. Für die Zuhörer hier auch. Wenn ihr Zug fahrt, bitte, macht einfach, habt Geduld, ihr kommt raus. Ihr kommt alle raus. Aber die Leute, die rein wollen, sind genau solche Wichser. Die tun auch drängeln, die wollen unbedingt einen Sitzplatz und drängen sich vor, soweit es geht. Ich habe das jetzt auch immer gemerkt, dass irgendjemand vor mich gelaufen ist und zur Tür rein.
Obwohl ich immer nett warte, bis alle raus sind, die raus wollen. Ja. So, Zitat, fast Ende. Das könnte die Deutsche Bahn ganz einfach regeln, indem sie einfach einen Waggon mehr dranhängen. Machen sie aber nicht, weil es Wichser sind. Zitat Ende. Okay, cool. Also dieser 5-minütige Cold Opener, ey, wirklich. Cool, dass es den gibt. Ich glaube, damit werden wir uns sehr viele Sympathiepunkte einfangen. Oh ja. Jo. Willst du Also, etwas dazu sagen, Benjamin? ja, weiß nicht. Ja, manchmal ist es in der Bahn eng. Punkt. Guck mal, wie lieb er ist und wie. Nee, also wirklich diese Leute. Ich könnte, ich bin heute, also heute ist mir das aufgefallen. Das war eh eine crazy Bahnfahrt, ey. Erstmal das, was die ersten drei, vier Stationen so war, und diese drei, vier Stationen sind nicht mal schnell vorbeigefahren, das sind die Hälfte der Strecke gewesen. So, Punkt 2 war, dass dann noch der Fahrkartenkontrolleur bei einer Sache übelst heftig, bei einem Typen übelst heftig lange gewartet hat. Also, das war jetzt für mich nicht schlimm, aber ne, das war so ein erwachsener Mann, Mitte, Ende 40, etwas kompakter gebaut. Der Mann hat geheult, wo der Fahrkarten, also der hat wirklich geheult, wo die, der, ich hatte Podcast gehört, Podcast, und ich habe nicht verstanden, was sie gesagt haben. Hätte ich mal keinen Podcast gehört, hätte ich das mal zugehört. Auf jeden Fall, ich habe gesehen, wie der Mann geheult hat, weil er wahrscheinlich keine Fahrkarte hatte oder irgendwas, keine Ahnung. Das ist auch lustig. Da sind die wirklich gnadenlos. Also, da habe ich auch eine Geschichte von einem Freund gehört. Ich hoffe, ich darf das erzählen. Egal, wahrscheinlich darf ich das erzählen. Da ist halt auch mit Freunden halt mit der Bahn gefahren und ja, da sollte er halt auch die Busfahrt. Ja, halt eben Fahrkarte zeigen und man kann ja die Busfahrkarte nehmen als Schüler, als 9-Euro-Ticket oder konnte man zu der Zeit, wo dieser Podcast oder dieses Geschehen entstanden ist. Jetzt ist es immer noch? 9-Euro-Ticket 9-Euro-Ticket ist nicht mehr. ist Punkt nicht mehr. 1, noch Deutsche Bahn, ne? 205 Euro für ein scheiß Schülerticket, wenn du dein Bildungsticket nie zu spät beantragt hast, weil die Schule zu spät dir einen Stempel abgibt. Also auf dem Ja, das Papier, ist. ein Papierzettel, also wirklich. Für einen Monat muss man jetzt 205,70 € bezahlen für ein Schülerticket. Nur mal so, Deutsche Ja. Bahn, fickt euch. Ja, aber warte mal, die Geschichte geht noch weiter, weil genau, er wollte halt eben dann sein Ticket suchen und war dann so, ja, nee, ich muss eins kaufen und hat dann gemerkt, dass, weil wir dürfen halt die Busfahrkarte konnten wir halt eben als 9-Euro-Ticket halt verwenden und ja, da sagte er so, oh Mann, bin ich dumm, dass ich das vergessen habe. Und die das einfach kontrollieren sollte, war einfach so, ja, sie sind wirklich dumm. So eiskalt. Ernsthaft? Ja. Also die Kontrolleurin hat wirklich, sie sind wirklich dumm. Wow. Ja. Nicht schlecht. Naja. Ja. Sympathie. Ja, Sympathie, genau, ganz klar. Wir hatten mit Benjamin im Vorgespräch schon mal ein bisschen drüber geredet, über die Zukunft unseres Kanals, unseres Podcasts. Die Es wird ein Zukunft. paar Veränderungen geben, also ganz kleine Veränderungen, keine großen. Eine Veränderung wird sein, dass wir noch ein bisschen mehr so unfilmische Sachen mit reinbringen wollen, weil ich finde, das funktioniert bei uns beiden ganz gut, weil wir können stundenlang über Filme reden, wir können aber auch stundenlang über irgendwas anderes reden. Wir können eigentlich immer reden. Jo, wir müssen mal irgendwann mal einen Podcast über Tiefkühlpizzen machen. Ja, da kann ich sogar einiges zu sagen. Das kann ich. Da haben wir sogar eine Story. Leute, Ja, vor einer Julia. Folgenbesprechung, also das ist zwar eine Folgenbesprechung und die wird nicht so lange gehen wie eine normale Folge, wie gesagt, nur House of the Dragon, habe ich erst schon gesagt, werden wir besprechen. Aber ja, auch sowas mit so reinzubringen. Tiefkühlpizza. Da weiß ich zumindest von Benjamin, dass er sie das erste Mal vor kurzer Zeit erst gegessen hat. Ja. Eine Tiefkühlpizza, eine Fertigpizza, ne? Genau. Sonst habe ich immer schon richtig im Restaurant oder bestellt halt eine Pizza gegessen. Weil ich liebe Pizza, aber halt, weiß nicht, ich hatte immer so ein bisschen so ein Vorurteil, was Tiefkühlpizzen angeht. Ja, der feine Ja. Herr. Der feine Ja. Herr. Oh, guck mal, da kommt der Diener und bringt ihn Schrimps rein. Oh, guck mal. Und Hummer. Mensch, Benjamin.
Ah, Ja, und sonst ist es nicht. du sitzt gerade auf deinem goldenen Klo. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ja, also ich was ist mit dem Konzept gebracht? Ich muss gerade die ganze Zeit an Tiffin denken. Und woher mit Hummer muss ich die ganze Zeit an Crackers denken? An Greg S. Oh Mann, oh Mann. Über Greg S. werden wir uns heute noch unterhalten. Oh Also, ja, man kann der arme sagen, Crackers. Greg S. ist wirklich Greg S. Ja. Also, eigentlich können wir das S weglassen, weil, ne? Da ist kein S mehr. Stimmt. Das ist noch Crack. Da ist nur noch Greg. Da ist nur noch Greg. Ja, nee, die haben noch ein bisschen mehr abgeschnitten. Da ist nur noch Crack. Ja, das ist noch Cray. Okay, das ist Cray. Ja, Cray. irgendwie Alles klar. ist traurig. Aber ja. Ist traurig. Cray ist der Arme. Cray ist der Crack. Cray ist der Craggy. Cray ist der Crack. Der Crack. Crack. Nee, egal. Lassen wir das Tiefkühlpizza, mal. Benjamin, jetzt erzähl. Jetzt erzähl, die Leute sind gespannt. Ja, ich meine, das war jetzt nicht so die krasse Geschichte. Das war halt zu der Zeit, wo wir halt dann zusammen diese wunderschöne Serie True Detective. Wunderscheiße, diese Wunderscheiße geschaut Nee, haben. das wollte ich nicht sagen, aber es kam irgendwie so raus. Nee, diese wunderschöne Serie True Detective geguckt haben. Und an dem Abend haben wir halt, wollten wir halt was Schönes essen. Und dann kamst du auf die Idee, jo, lass mal Tiefkühlpizza essen. Und da hast du schon so angedeutet, warst du schon so, okay, sag nichts. Ich will jetzt mal raten, wie dein Verhältnis zu Tiefkühlpizzen ist. Oder sowas Ja. ähnliches hast du gesagt. Ja, und Ja, irgendwie sowas, ja. hast du irgendwas gesagt? Und ich war so, ja, nee, also um ehrlich zu sein, liegst du ein bisschen daneben, weil ich habe noch nie in meinem Leben eine Tiefkühlpizza gegessen. Ja. Das stimmt. Da war ich sehr erschrocken, weil, ey, Leute, Tiefkühlpizza ist geil, oder? Also, ganz ehrlich, schreibt das mal in die Kommentare. Macht das mal, wie findet ihr Tiefkühlpizza? Oder habt ihr schon mal Tiefkühlpizza gegessen? Oder, genau, oder seid ihr halt solche Leute wie Benjamin? Also, die es gegessen haben, werden es geil finden. Also, gut, doch, ich kenne jemanden, der es nicht geil findet, was ich nicht verstehe. Der hat dann die falsche Tiefkühlpizza einfach gegessen. Tiefkühlpizza. Klar, kommt das jetzt nicht an eine richtig geile vom Italiener ran. Verstehe ich. Habe ich auch schon oft gegessen und finde ich geiler, na klar. Aber Tiefkühlpizza ist und bleibt trotzdem, finde ich, ein geiles und schnelles, wenn es wirklich schnell gehen soll, es mal, Nahrungsmittel, was toll ist. Ich esse wöchentlich Pizza. Mehrmals die Woche. Olli. Jo, also ja, weiß nicht. Also ich hatte halt so ein Vorurteil bei Tiefkühlpizzen. Mein Verhältnis zu Tiefkühlpizzen war wie dein Verhältnis gerade zu Animes ist. Ich dachte halt immer so, boah, das ist doch bestimmt ekelhaft lapprig und weiß nicht. Also ja, ich meine, Pizzen müssen ja ein bisschen lapprig sein vorne, aber hinten halt krustig. Aber so, Hinten weiß nicht, stabil. ich hab's mir halt so ein bisschen ekelhaft vorgestellt. Aber dann habe ich's gegessen. Man hat kaum den Unterschied zu einer normalen Pizza gemerkt, will ich. Gut, Also, wir haben auch eine sehr teure Fertigpizza gegessen, wollen wir auch nochmal sagen. genau. Also es war jetzt keine gut und günstig, drei in ein Packung XXL Double Fett. Das war eine Gustavo Gusto, glaube Ja, wir ich. sind halt eben Edelmänner, ja. Weißt Wir sind du, Edelmänner, Produktplatzierung. ja. Edelmänner aus Westeros. Ja. Edelmänner aus Westeros. Das ist doch geil. Edelmänner aus Westeros. Wisst ihr, was das für ein geiler Übergang ist? Zu Das anderen ist Edelmännern aus Westeros? ein. Zu anderen Edelmännern aus Westeros, die gleich zu Beginn von der Folge ziemlich viel Feuer regnen lassen. Was? 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 Okay, Wie nein, Feuer gut. regnen lassen. Ach Naja. so, ja, okay, ja, okay, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, die Anspielung habe ich nicht verstanden, weil ich dachte vor der Folge, hä, was? Du meinst, bevor die Handlung der Folge losgeht. Also Ja, wirklich. Ja, okay, am Anfang gut. der Folge. Ja, aber bevor wir dazu kommen, will ich natürlich einen geilen Einspieler wieder reinbringen, mein House of the So jetzt. Dragon-Einspieler. Deswegen habe ich mir auch übrigens einen Stift und einen Zettel dazu gelegt, weil ich das jetzt mal aufschreiben werde, weil das beim Schnitt einfach viel einfacher ist. Also, wenn ihr irgendwie mal so einen Stift klappern hört oder so, oder das Schreibgeräusch, dann bin ich das, der irgendwelche Zeiten aufschreibt, weil er irgendwas reinschneiden will. Ganz genau. Also, willst du es diesmal sagen?
Und los geht's. Nee, du musst House of the Dragon sagen. Also du musst irgendwie sagen, und jetzt. Also mit so einer geilen Stimme, und Ja, jetzt. Ne? so, ich bin mäßig, oder wie? Nee, gut. Oder so Bane-mäßig, weißt du, so. Guten Abend, Gotham. Batman ist tot. Und ich bin jetzt der absolute Motherfucker. Genau so ungefähr. Das habe ich noch nie versucht. Ich will mal, warte, Mach mal ich kann Bane. keine Versuch Bane mal hören. Bane zu machen, ja. Keine Ahnung, wie man das macht, aber ich versuche es jetzt mal, denn ich bin Bane und hier kommt, macht bitte keine Bilder, aber Ich habe ein Foto gemacht. jetzt reden wir über die neueste Folge House of the Dragon. Wow, das war hart. Ja, Das war wirklich hart. Das es hatte war nicht mal hart im as Entferntesten fuck. irgendwas mit Bane zu tun. Übrigens, für die Leute, die keine Ahnung haben, ja, Bane ist ein Antagonist aus den Batman-Comics und auch aus The Dark Knight Rises, aus dem dritten Teil von der Dark Knight-Trilogie. Der Typ, der von Tom Hardy gespielt wird. Also Leute, die The Dark Knight-Trilogie noch nicht gesehen haben, schaut's euch doch bitte an. Das sind die besten Superheldenfilme vielleicht. Ja, damit gehe ich mit. Und ganz ehrlich, wenn noch nicht, also ich kann es ja ver ich kann, ne, verstehe nicht, aber es ist halbwegs, naja, ne, okay, ohne. Wenn ihr noch nicht Batman Begins und The Dark Knight Rises gesehen, obwohl The Dark Knight, wenn ihr nicht Batman Begins gesehen habt, okay. Aber The Dark Knight und The Dark Knight, besonders The Dark Knight und The Dark Knight Rises, was ja eher nicht so der tollste Film, also der jetzt eher als schwächer betitelt wird, ich finde, der ist ebenbürtig mit The Dark Knight. Schaut's Ja, euch nicht bitte ganz für an. mich, aber ja. Ich finde ihn ebenbürtig, genau. Ja, aber kommen wir mal von einem Dark Knight zum anderen Dark Knight. Alter, Gut. ich bin ein Überleitungsgott. Ich hab mal wieder meine stichpunktartigen Analysen aufgeschrieben, und hier steht Trittsteine geil. Oder Stepstones. Ich hab's sogar auf Deutsch geschrieben. Wow. Obwohl ich die Engl Folgen immer auf Englisch schaue, aber Mensch, habe ich mal auf. Ja gut, ich lese es halt auf Deutsch, deswegen wahrscheinlich. Naja, Benjamin, wie fandst du die allererste Szene? Von der dritten Folge. Fand ich wunderschön, wirklich. Man hatte so dieses Gefühl, man wusste, dass jetzt was kommen muss, einfach weil es ja schon in der Es Folge war davor fast angeteased wurde. angekündigt. Und als man dann gleich gesehen hat, okay, es muss wahrscheinlich irgendwas mit den Trittsteinen zu tun haben und mit Auch bitte Crack Ass. Stepstones. Trittstein klingt irgendwie nicht so geil. Stepstones klingt cooler. Ja gut, ich hab die Folge auf Deutsch geguckt, deswegen ist es für mich nur. Ich verstehe es nicht. Olli, guckt hier, will ihr auf Deutsch gucken? Gut, meine Mom, da verstehe ich es, aber das klingt nicht gut auf Deutsch. Also wirklich. Game of Thrones auf Deutsch zu schauen, bin ich voll dabei. Das klingt, ist echt gute Synchronisation, aber House of the Dragon ist schrecklich im Deutschen synchronisiert, finde ich. Hast du schon eine Folge angehört auf Deutsch? Ich habe beide Folgen mit Olli auf Deutsch geschaut. Ja, gut, ich glaube, das ist, wenn man es erst in Englisch gehört hat, dann ist es automatisch so, dass man es dann besser findet. So. Besonders Rhaenyras Stimme. Rhaenyras Stimme ist schrecklich im Deutschen, finde ich. Also das Ja, ist, das fand ich jetzt nicht weil die unbedingt. Rhaenyras Stimme ist, glaube ich, schon die Stimme, wenn dann der Switch kommt. Ne? Das ist dann Ja, von kommt der dann. älteren Rhaenyra-Darstellerin dann auch, dass es passt von der Synchronisation. Da haben die nicht nochmal eine extra andere Stimme genommen, was ich verstehen kann. Aber im Englischen sind es ja zwei verschiedene Schauspieler, also keine Ahnung. Naja, Wie ich auch finde es immer. nicht auch gut auf Deutsch, aber Leute, ich weiß, dass viele sich angegriffen fühlen, wenn sie sagen, oh, ich darf das nicht auf Deutsch gucken. Ihr schreibt mir vor, was ich machen soll. Nein, schaut's auf Deutsch, gerne. Es ist eine Aber subjektive Meinung halt, ihr wie man verpasst was. Also ihr verpasst wirklich, besonders bei House of the Dragon verpasst ihr was. Bei anderen Sachen bin ich jetzt auch nicht so, wo ich sage, ihr so. müsst unbedingt auf Deutsch schauen. Aber bei House of the Dragon finde ich, da geht so ein
großer, großer, großer Punkt an Charme von der Serie oder an Atmosphäre weg. Ja, ehrlich gesagt, ich hab die dritte Folge erst auf Englisch angefangen. Aber dann dachte ich mir, nee, es wird viel zu viel untergehen, wenn ich das jetzt nur auf Englisch höre. Und okay, dann kann ich noch Untertitel dazu schalten, aber dann nervt mich das so sehr, dort unten am Bildrand, wenn ich dort immer dorthin Deswegen habe gucken ich die muss mir oder sowas. zweimal angeschaut. Ja, nee, trotzdem, wenn ich es das erste Mal gucke, dann möchte ich es schon so erleben, so dass ich schon checke, was los ist und so. Okay. Naja, prinzipiell, ich check ja auch, was los ist, aber ja, klar, die ganz klitzekleinen Details, die gehen verloren, das stimmt, weil man einfach kein Ja. Muttersprachler ist, leider. Ja, genau. Also so kleine Nuancen so oder sowas. Ich kann dir Ja. nämlich sogar sagen, was mir super abhanden gekommen ist beim ersten Mal schauen. Bei der Folge jetzt oder was? Aber da kommen wir noch zu. Das kommt dann später, Gut. wo ich, was ich, was, was eigentlich ein prägnantes prägnanter Teil der Folge ist, ich es aber durchs Englische voll verrallt habe und nicht wusste dann, was das für einen Sinn jetzt hat miteinander. Ich dachte, hä? Na gut. Aber Okay, aber lass wirst uns du das beim mal anfangen. zweiten, ja, warte mal, bevor wir jetzt, also, er fand's, wir haben ja schon angefangen. Das muss ich jetzt noch sagen, weil sonst wundern sich vielleicht die Leute. Sag schnell, Ich sag habe jetzt schnell. immer mal, also ich habe jetzt immer mal irgendwelche Annoncen aus anderen Folgenbesprechungen, Podcasts von anderen Filmliebhabern gebracht, auch in unserem Podcast, weil ich die sehr interessant fand. Diesmal nicht, weil diesmal nehmen wir die Folge, bevor das ganze Zeug rauskommt, auf, besonders sehr zeitnah. Wir nehmen es Mittwoch auf. Ihr kriegt die dann morgen, glaube ich, schon. Also also heute Donnerstag bekommt ihr die Folge dann. Weil es einfach cooler ist, wenn ihr dann gleich sofort fast sofort, aber zeitnah die Folge habt und nicht erst, wenn die neue Folge dann schon draußen ist, die Folge von der. Die Folgenbesprechung zur Ja. vorherigen Folge kommt. So, jetzt bin ich fertig. Benjamin. Gut, Punkt. Genau. Die erste Szene fängt ja gleich schon mal so in der Mitte mit an. Man merkt halt gleich, okay, es geht um Crack-Ass, es geht um die. Es wird ein Mann am Strand gefoltert mit Boah, war das Krabben. geil. Boah, war das Ja. geil. Genau. Er wird dort gefoltert und dann erscheint plötzlich ein Drache. Und ja, der Strand wird schön abgefackelt und ein Kampf beginnt dort am Strand. Und man sieht auch diesen einen armen Mann, der dort um Hilfe gebettelt hat, wie der Drache, ja, aus Versehen halt nur mal, es ist in der Hitze des Gefechts wird er halt vom Drachen ertrampelt, sozusagen. Ich find das super. Also ich fand das irgendwie super tragisch und witzig, wie er so, Dämon, Dämon, you're my king, my prince. Und dann batsch. Irgendwie habe ich schon kommen gesehen, aber war trotzdem schön. Genau. Und dann der schönste Shot finde ich auch am Anfang dieser Folge gleich mit dem, oder vielleicht nicht der schönste Shot aus der Folge, Der muss ich noch schönste mal drüber Shot ist das nachdenken. Thumbnail geworden. Ah ja, das hast du mir gezeigt. Das ist wirklich schön, ja. Aber ich finde auch diesen Shot sehr schön, wo Craig-Ass, unser lieber Craig-Ass, der da noch auch S hat, da in dieser Felsenhöhle dort steht und man eigentlich nur seine Silhouetten sehen kann und vor ihm das Feuer brennt und er zuschaut, wie alles abgefackelt wird. Ja, das hat Ich nochmal fand's so auch. Bedrohung ausgestrahlt, so richtig. Oh ja, das Ja, fand ich nicht. auch. Das hat ihn so richtig mächtig wirken lassen, weil er so. Er steht halt da und Drache brennt nieder, alles und die anderen alle in Panik und er einfach ganz gechillt und ruhig so da. Das macht's, finde ich, noch ein bisschen blöder, dass der Folgenausgang. Aber dazu kommen wir Ja. noch. Ich fand's auf jeden Fall, also du hast ja wahrscheinlich den Deutschen schon geschaut an der Stelle. Da kam Matt Smiths Stimme, die hatte da einen kleinen Voice, also nicht Voice Crack, der klang ja eher wie so ein kleiner Junge. Da hat er so gerufen, ich weiß gar nicht, ob er beim Vornamen oder Nachnamen Kragas oder Trahar, also Crack S oder Trahar. Egal, er hat auf jeden Fall so mit einer, wo man denkt, so ist ein kleiner Junge gewesen. Kragas oder Trahar, Trahar. Where are you? Where are you? Das klang irgendwie witzig, fand ich. Also das klang irgendwie süß von dem guten Daemon Targaryen, dem Rogue Prince.
Ja, okay, gut. Gut. Und ach, kleines Detail, was mir aufgefallen ist beim zweiten Mal. Es gab da schon einen Azor Ahai in dieser Folge. Der Typ war mehr Azor Ahai als Jon Snow. Der hatte nämlich ein brennendes Schwert. Das war wirklich ein Typ, der hatte ein brennendes Schwert in der Hand. Das fand Das ich, ist mir gar war. nicht aufgefallen. Ach, das ist ja klar. Mir ist es beim zweiten Mal erst aufgefallen. Es ist nur so durch den Hintergrund gelaufen oder so. Genau. Okay. Genau. Also, hast du noch was zu der allerersten Szene zu sagen, oder bist du damit? Also, ich muss auch nochmal sagen, Effekte das sahen CGI, an der genau. Stelle, ja, das wollte ich gerade sagen, an der Stelle sahen die Effekte, fand ich wirklich echt gut aus. Ja, definitiv. Also, Ja, das, also der weil es Drache, auch dunkel war, weil es dunkel war, eben genau. wahrscheinlich auch, dass Aber da ja einfach wirklich. wie da drumherum dieses Feuer war und die ganzen hier Feuerpfeile, die dann dort rumgeflogen sind und alles, das sah schon echt gut aus. Genau, finde ich auch. Das war wirklich allgemein so Feuer und Dunkelheit. Das matcht immer. Das So. matcht immer, finde ich. Das ist wirklich immer cool. Okay, und dann mach mal weiter, Benjamin. Was kommt dann? Weißt du es? Ach nee, No, ah ja, dann. stimmt. Benjamin, Ich sehe es gerade, Benjamin ich sehe hat es nämlich gerade. kein, genau, Benjamin hat keinen Zettel. Er sitzt einfach da und tut sich die Folge Step by Step nochmal mit uns Ja, gemeinsam genau. an. Genau. Ja, als nächstes kommt ja der Reveal, dass es 2 Jahre einfach mal vergangen sind. Es waren noch 2 Jahre. Zwei. Ja. Genau. Und dass Viserys, Alter, ich will das immer so deutsch aussprechen. Ich weiß nicht Ja, warum. sprech Englisch aus. Also ich habe auch früher mal alles Deutsch ausgesprochen, was Game of Thrones angeht, aber dann habe ich das Englische gehört und dachte, das klingt viel cooler. Ja, eigentlich schon, ne? Aber es war gerade so ein Kuh. Also Viserys und Klingt so. Alicent haben nämlich jetzt schon bereits ein Kind. Wie alt ist? Zwei. Zwei, Also aber es sind es ja wurde 2 Jahre, zwei, also da muss ja weil. noch mehr Zeit vergangen sein eigentlich, wenn das Ja, Kind schon es zwei sind ist. mehr als 2 Jahre, klar, weil dann. Nö, genau, es müssen mehr als 2 Jahre, weil sie war noch nicht schwanger, wo, genau, es müssen 2 Jahre und vielleicht 10 Monate, 9 Monate so vergangen sein. Also fast 3 Jahre, sagen wir mal so. Ja, genau. Also auf jeden Fall ist wie ist er? Egon? Ja, Egon. Das war, ist Egon ja der noch verrückt Zweite, zum. genau. Ja, genau, Und es Egon der wird noch Zweite. viele Egons geben. Was auch dem Ersten geschuldet ist, dass er so ein erfolgreicher und großer Mann war, der so ein, ja, eigentlich der wichtigste Targaryen sozusagen war. Genau, und man sieht, dass sie bereits ein Kind haben, worüber ein Rhaenyra wahrscheinlich nicht so erfreut ist. Und genau, und da wird jetzt der zweite Geburtstag von diesem kleinen Kind gefeiert. Man sieht auch schon, dass Alicent schon wieder schwanger ist, also dass da bald noch ein Die Kind legen wahrscheinlich nach, kommen die wird. legen nach. So, Ja, ich habe ja. nämlich mal, kleinen Moment, ich habe nämlich mal, jetzt weil ich unsicher war, ob es wirklich Egon der Zweite ist, mal Feuer und Flut aufgeschlagen, weil da hinten ist ja ein Verzeichnis drin von den Leuten, die mal, genau, von den ganzen Königen hier. Aber es war, glaube Also. ich, der zweite, weil das hatte ich noch auch so in der Erinnerung. Genau, Egon der Zweite, ja, genau. Egon der Zweite, genau. Alles klar. Korrekt. Egon Gut. der Zweite ist es. Genau. Was war noch in der Szene? Genau, der König will natürlich jetzt den Geburtstag feiern und kündigt eine Jagd an für den Sohn. Und da merkt man schon, dass er jetzt sehr in diesem Familiending ist und dass er wieder ziemlich glücklich ist da. Und da kommt der Mund, nee, na, nicht Mundschenk, was, oder Mundschenk, doch, also auf jeden Fall Lannister. Ja, Mundschenk kommt. ich hab den Namen? Namen nicht. Von dem anderen habe ich den Namen, von dem habe ich ihn irgendwie. Hast du den Namen? Nee, weiß ich. Gut, Auf da jeden Fall gucke der ich mal schnell Zwillingsbruder nach. Das, wir haben uns nicht von gut dem anderen. vorbereitet.
Genau. Gut, egal, ich erzähle so lange. Genau, also der Zwillingsbruder von dem anderen Lannister Lord, der jetzt ein Mundschenk ist hier, will halt von den schlimmen Sachen erzählen oder zumindest vom Krieg berichten, der halt gerade bei den Stepstones gerade stattfindet. Aber der König ignoriert das und will jetzt auch keine Hilfe senden, weil ihm das Thema gerade ziemlich egal ist und sich eher auf die Familie konzentrieren wird. Was auch mal so ein bisschen so ein Hinweis darauf ist, dass er eigentlich jetzt nicht wirklich als König geeignet ist, wie ich finde. Dass er König geworden ist, ja, liegt halt hauptsächlich daran, dass er dazu gezwungen wurde, sozusagen, oder erzwungen war, dass er der König wird. Aber so wirklich ist er nicht als König geeignet und ich glaube auch nicht, dass er wirklich König sein möchte. Er ist eher, ja, ist eher ein ruhigerer Typ, der eher so sein eigenes Ding haben möchte. Und ich fand das eigentlich auch sehr interessant, weil diese Entwicklung, oder nicht Entwicklung, aber wie Viserys sich in dieser Folge verhält, fand ich eigentlich am interessantesten von der ganzen Folge. Also für mich, viele sagen, dass Daemon der große Star von der Folge ist, aber für mich ist es Viserys. Und Ja, für mich auch. Für mich auch total. also das kann man schon mal so hinstellen, finde ich. Das ist auch gerade sehr witzig, weil ich das gerade jetzt gesehen habe. Nee, nicht Lord. Tyrion Lannister heißt der gute Mann im Kleinen Rat, der da noch war. Gespielt wird er von einer Person. Ist gar kein Zwilling. Die haben zweimal die gleiche. Das habe ich mich nämlich Ja? gefragt, ob Ja, das dieselbe haben sie Person ist. gemacht. Genau, haben sie gemacht. Das ist cool. Jefferson Hall heißt der Schauspieler. Genau, der ist. Oh, der hat in Star Wars The Force Awakens, in Tenet, im neuen Halloween, in dem Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr. Noch was, was man kennt? In Vikings. Und auch in Videospielen. Seine Stimme und. Oh, der hat sogar mal Game of Thrones mitgespielt. Warte mal. Ja, Was? was? Also, so ein random Hintergrund, irgendwas? Ein Ritter oder was? Warte mal, Hugh of the. Es tut mir leid, dass ich das hier so während der Folge mache, aber es klingt gerade interessant. Warte mal. Ja, guck mal, wo Klingt ich. interessant. Guck mal, tut du noch mal ein bisschen was zu erzählen. Also ich bin auch. Totaler Viserys-Fan in der Folge. Ich finde zwar, was Daemon geschauspielert hat, auch echt gut. Echt große Klasse, was Matt Smith da gemacht hat. Aber Viserys, also Paddy Considine, ey, ganz ehrlich, wenn die jetzt nicht hier eine große Karriere danach hinlegen. Also, Matt Ja, Smith ist ja schon sehr bekannt. Also, das ist ja schon. bestimmt. Paddy Considine ist ja auch bekannt. Klar, in dem Alter ist man meistens dann auch schon, hat dann einige größere Sachen auch gemacht. Aber jetzt, ich finde, die sind alle nicht so, wo man sagt, das ist so. Ich könnte mir vorstellen, die wären so. Obwohl, die Game of Thrones Darsteller. Oh, sorry, jetzt bin ich gerade ins Mikro gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber. Vielleicht, naja, deswegen. Das sind die jetzt auch nicht, also. Ja, Die sind also auch eher klein geblieben, was ich cool finde. Also klein geblieben, ne? Aber sie sind jetzt nicht hier irgendwie in den großen Block. Einen riesengroßen Blockbuster, was ich cool finde, weil das wäre komisch, wenn man dann die liebgewonnenen Charaktere aus Game of Thrones dann wirklich überall sieht. Das finde ich auch nicht so geil. ja, also genau, also außerhalb von Game of Thrones haben die jetzt nicht so große Sachen gemacht. Ich meine, Emilia Clarke hat es schon versucht, aber hat, finde ich, ein bisschen so daneben ge gegriffen bei manchen Sachen. Oder ich weiß nicht, was ihr angeboten wurde, aber ja, der eine Ja, am Terminator-Teil, wo sie Anfang, ne? mitgespielt Am hat, war ja. Anfang von ihrer größeren Karriere. Danach hat sie ja mal selber, glaube ich, gesagt, dass sie eher kleine Projekte machen will, auch jetzt in der Ja, das ist Zukunft. das nicht. Die macht auch Theater oder sowas, oder? Habe ich gehört. Theater, Oder? glaube ich, ja. Und aber wenn sie dann Filme macht, wirklich eher kleinere britische Projekte, also wirklich kleinere Projekte, jetzt wirklich sehr kleine Projekte, soweit ich das jetzt mal mitbekommen hat. Ich glaube, die hat jetzt auch mal, weil da hatte sie irgendwas auf Instagram mal gepostet. Seagull oder so ist ihr neuer Film, glaube ich. Ach so, ja Keine gut, wie auch immer. Kann Ahnung. man sich mal angucken, falls es dann kommt. Ja, bestimmt. Bestimmt. Kleine Filme sind meistens ganz cool irgendwie. Deswegen kann man sich das, denke ich, mal wirklich angucken. Eben. Kann ja nie schaden.
Wie auch immer. Warte, das sagt mir was. Serhu. Serhu? Serhu. Ah, ja, oh Gott, ich weiß, wen er in Game of Thrones gespielt hat. So, Benjamin, kleines Ratespiel. Staffel 1 Game of Thrones. Okay. Das ist ein Goldrock. Nein. Staffel Okay. 1 Game of Thrones. Er hat prinzipiell für den Anfang der Story was relativ Relevantes sogar an sich. Ist das relativ Er hat relevant? was mit einem, er hat was mit einem sehr relevanten Charakter, der aber nicht mehr lebt, Der aber nicht mehr zu lebt. tun. Ich dachte erst, dass er irgend so jemand ist, der halt den Dolch dann zu Bran oder Bran erstechen sollte oder sowas, so ein Nein, Auftragsgelder. das ist er nicht. Irgendjemand, der gestorben ist und mit dem hat er viel zu tun. Stirbt die Figur zeitig oder eher später in der Serie? Die stirbt in der ersten Staffel. Sie ist, glaube ich, eine Folge lang zu sehen und stirbt dann, glaube ich, relativ schnell sofort. Ja. Also, Warte kleiner Tipp, sie wird umgebracht. mal. Warte mal, ist es irgendwo? Eddard Stark tut mit ihr kommunizieren wollen, schickt dann aber Jory Cassel. Jory, den Haushofmeister von Winterfell, in Ja. Königsmund. Beim Turnier. Warte mal, das ist ja dann nicht in der ersten Folge, sondern dann erste Staffel. Nee, es ist Also, erste Staffel, es ist relativ am Anfang, nicht in der okay. ersten Folge, nee, das nicht. Gut, also es ist, okay, ist das der eine, der gegen Clegane gekämpft hat? Es Hm, ist, weiß okay, nicht. ich sag's jetzt einfach. Es ist Ja, sag der mal. Typ, den der Knappe von Ser von Ser von Dings von, oh Gott, jetzt fällt mir der Vorname nicht ein. Loras? Oder wer? Nee, nicht Loras von. Oh Gott, nein! Ey, wir sind halt super. Also ich hatte heute Schule. Wir beide hatten halt sehr lange Schule. Also verzeiht uns, dass wir ein bisschen verpeilt sind. Wir sind nicht an einem Sonntag, wo wir ein Wochenende hinter uns haben, ausgeruht. Nee, wir sind mitten in der Woche. Oh, wie hieß denn der gute Mann? Das ist jetzt übelst peinlich, weil er ist einer der wichtigsten Charaktere eigentlich ist, mit dem es losgeht. Was? Sehr. Nee, Lord. Nee, der Arryn, Lord Arryn hier. John Arryn, So. John Arryn, John John, Arryn. stimmt. Der Was ist Knappe denn der von John? John Arryn, der dieses Turnier erstmal, bevor das Turnier losgeht, dort aufbaut und Jory, ich weiß nicht, wie er im Englischen ausgesprochen wird. Jory Castle? Auf jeden Fall Jory, der coole Typ von Eddard Stark, der mitgereist ist und immer mit Arya ganz nett Dem das kommuniziert. Auge ausgestochen wurde. Genau. Genau der Typ. Der spricht mit diesem Ser Yu, heißt er. Ser Yu. Der wurde dann zum Knappen und ist dann relativ schnell. Nee, genau, doch, Benjamin, du hattest teilweise recht. Der wurde getötet vom Berg. Beim Turnier, das war der Erste, den der Berg, glaube ich, killt. Bei dem Turnier wurde, der kriegt die Lanze durch den Hals. So ein Splitter der Lanze durch den Hals. Ach so, okay, Der ja, gut, Typ, dann der Typ ist das. So, jetzt wieder alles zurück zu House of the Dragon. Der Typ wird von Jefferson Hall gespielt, der jetzt die zwei Lannister in House of the Dragon spielt. Tywin Lannister und Lord Jason Lannister. Interessant as fuck. einfach mal Das wäre ausgeschallt kommst. ganz genau. Du bist aber Watson. Ich habe analysiert. Ja, Ich also habe ermittelt. ich wäre niemals drauf gekommen vom Namen her, dass es der ist, so. Also, Ja, nee, ich habe mir das Gesicht angeguckt und dann habe ich einfach Game of Thrones Staffel 1 gelesen und dann war's da. Dann war's da einfach. Ja, Ja, naja, gut. gut, Okay, also. lass mal mit House of the Dragon weitermachen. Wir Lass mal sind wieder mit, genau, irgendwie. wir sonst wird's doch noch so eine lange Folge. Okay. Jo, dann geht's weiter mit Ja. dem mit Rhaenyra, die Ja, beim warte mal, Werwolf ich würde noch mal was sitzt. zum kleinen Rat sagen. Ah, noch Also, was, die sind okay. alle so in Aufruhr, aber was man, finde ich, auch schon wieder merkt, ist, dass der gute
Viserys nicht so richtig das mit den Trittsteinen ernst nimmt, ne? Ja, genau, das habe ich ja gesagt, dass ihm das nicht so wichtig ist und dass er deswegen Ah, vielleicht auch genau, da nicht so habe ich gerade wirklich. gegoogelt, deswegen nicht Ja, gegoogelt, genau. geIMDb würde ich es nennen. Ja, geIMDb, das nehmen wir jetzt als neues Wort. geIMDb hab ich das. GeheimDB, okay. Ich Und. letterbox das immer. Okay, gut. Das ist auch gut. Letterboxd und geIMDb. Nun denn, nun denn. Aber Otto ist natürlich auch wieder voll im Game. Im Game of Thrones ist er drin. Game of Thrones. Genau. Fand ich auch geil, wieder einfach Rhys Evans, wie der das spielt, diesen Otto, das ist einfach wirklich, das ist ein Mix aus Tywin und Peter Baelish. Ich habe es schon 100-mal gesagt, ich weiß, das werde ich noch 100-mal erwähnen, weil es einfach so ist. Jo. Genau, Gut. der redet da gerade mit Lord Lyman Beesbury, oder im deutschen Bienengrab, glaube ich. Den kannst du dir mal merken, mit dem passiert noch was sehr Interessantes. Okay, das ist der dann später in der Folge dann, wo der König gedacht hat, dass er seinen Sohn mit verkuppeln will. Meinst du den oder welchen? Nee, der Typ, der etwas ältere Typ. Ach so, okay, der auch dort mit dem Rat ist. Okay, gut. Genau. Okay, jetzt kommen wir zu Rhaenyra, ne? Genau. Kleines Detail auch, da sitzt ja ein Barde, der witzigerweise Samwell heißt, ne? Und er spielt, ich weiß nicht, heißt er im Deutschen auch Samwell? Das ist mir jetzt nicht aufgefallen, der Name, ich weiß nicht, Okay, habe ich mir nicht. also er wurde auf jeden Fall von Alicent dann Samwell genannt. Und er spielt ein Lied mit dem Inhalt, ja, das ja auch sehr interessant, wie da ein geiles Detail ist. Hast du gemerkt, was er da spielt für ein Lied? Nee. Er spielt ein Lied von Nymeria, die Kriegerprinzessin, von der Rhaenyra ja, zu der er immer auf, Ach so. zu der sie immer aufsieht, was ihr auch schon vorher ab und zu erwähnt habt. Die hat halt die Rheuna über die Stepstones nach Noch Dornen was geführt, da nach Dorn, Dorne ja. geführt. Und sich der dann und dann hier die tausend die 1000 Ships verbrannt und mit Mace Martell geheiratet. Und somit ist das Haus Martell, ist ein Wappen entstanden von, erst war das Haus Martell nur eine Sonne und dann ist der Speer dazugekommen. Kleines Detail, und das erzählt halt scheinbar das Lied. So habe ich es rausgehört. Jo. Genau. Genau. Ich fand es ja ganz cool, wo sie dann immer wieder sagt, wiederhole, wiederhole. Das war irgendwie wie Playlist von vorne anfangen, Playlist von vorne anfangen, hat sich das für mich so angehört. Genau, das ist so wie Benjamin und ich die True Detective Musik immer Ja, uns angehört haben. stimmt. Ja, genau. Ja, also dann kommt noch Alicent dazu und will der Prinzessin sagen, dass sie mal. Oder sie bitten, da, darum bitten, dass sie zur Jagd mitkommt. Sie will natürlich erst nicht und geht nur unter dem Vorwand, dass es ein Königsbefehl ist. Obwohl Alicent das ja nicht so rüberbringen möchte, dass es ein Zwang ist, sondern dass sie möchte, dass sie kommen will. Aber ja, da merkt man schon, die letzten Weißt du, 2 Jahre zwischen denen waren nicht so schön. oh ja, weißt du, was Alice, was Rhaenyra niemals sagen wird? Was? You're my queen. I didn't want the throne. Diese zwei Sätze wird sie niemals sagen. You're my queen. Nee, okay. Genau, und ich Gut. finde, da merkt man auch noch mal, da härtet sich ein bisschen Konflikt zwischen den beiden. Nun denn, ich fand es auch Genau, irgendwie, dann. ich fand, also ich kenne mich da nicht aus, bei weitem nicht, aber ich fand diesen Bauch von Alice ein bisschen sehr, sehr rund, oder? Sehr, sehr. Also er war schon sehr, also ich kenne mich da, wie gesagt, keine Ahnung, wie das aussehen muss, aber ich fand, das sah ein bisschen komisch aus. Gut, vielleicht hat das ein Findest Slide du? gemacht, das kann sein. Findest du? Ja, nee, weil ich habe gehört, dass sie extra für den Film die Schauspielerin geschwängert haben.
Und das so passiert Was? nicht mehr möglich. Nein, Spaß. Nee, Nee. weil ganz ehrlich, ich weiß sogar, ich habe ein Bild gesehen, wo die so dieses Ding, also Behind-the-Scenes-Material. Das Ja, wo. kann ich dir mal raussuchen, dann später, ich Das sieht schicke dir wirklich das so mal. richtig echt aus mit dem Bauch, so. Ja, ich kann das auch mal auf Instagram auf unserem Kanal teilen. Abonniert übrigens mal unseren Kanal auf Instagram. Genau, Und den habe natürlich auch hier auf YouTube. Wir freuen uns über Zuwachs, weil dann macht das uns noch mehr Spaß, wenn wir wissen, noch mehr hören zu und interessieren sich für das. Genauso wie ihr auch gerne liken könnt. Also bitte, bitte, bitte. Und kommentiert. Also wirklich, gibt uns Meinung. Es waren ja heute schon ein paar Sachen, auf die ihr Bezug nehmen könnt. Macht das gerne, weil ich habe da richtig Bock drauf, mit euch mich zu unterhalten. Benjamin auch, ne? Ja, diskutieren ist immer schön. Genau, eure Meinung zu hören. Genau, diskutieren müssen wir ja nicht. Also gerne auch, wir können, ne? Aber auch eure Meinung einfach zu hören, wie ihr das so seht. Und dann gehen wir 100% drauf ein, weil ganz ehrlich, wir sind halt jetzt noch nicht so groß. Aber naja, Ja. jeder hat mal klein angefangen. Wer weiß, wo wir enden. Ne? In einem Grab. Genau. Aber hoffentlich nicht Dankeschön. so wie Crack-Ass. Naja. Naja, nee, nicht so wie Crack, wie Crack. Crack. Crack, crack. Wie Ja, Crack. dann ist es Crack. Noch ist es Crack-Ass. Ja, noch Crack ist, aber er endet als Crack. Genau. Jetzt sind sie in der Kutsche. Jo, und fahren hin. Sie fahren Genau. hin und Viserys tut da, glaube ich, gerade wirklich Aegon im Zweiten, einem zweijährigen Jungen, der gerade mal zwei geworden ist, glaube ich, gerade Wein ein bisschen geben. So sah das aus, weil er hatte so Ja. rot um den Mund rum. Das sah so weinmäßig aus. Das sage ich natürlich Okay. nie aus eigener Erfahrung. Ja, Jetzt nee. ist er ruhig, jetzt war er ruhig. Was ich mir aus der Folge mitgenommen, aus der Folge, aus der Szene mitgenommen habe, dass Alicent halt anscheinend hochschwanger ist. Das auch. Und Ja. Rhaenyra gibt ja dann auch so einen Kommentar, Ja. dass sie die Reise, ob das richtig ist, so eine Reise für sie anzutreten, aber so leicht neckisch, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, genau. Genau, dann kommen die dort an, wo gejagt wird, und dann sehen wir schon mal so ein bisschen, wie nennt man das, wo halt gezeltet wird, so vor dem Jagen, also Das Lager des Königs, ein Zeltplatz, ein Camping. genau. Die waren Camping, die waren campen, weißt du? Genau, Oh, dort irgendwo im Entschuldigung. Königswald einfach mal ein bisschen mit den Lords chillen. Die waren ein bisschen campen, so, weißt du? Denkst du, es gibt in Westeros auch solche richtigen Camping-Assis? Solche Leute, die dann so den Müll da lassen und so? Denkst du, es gibt dann auch solche, oder nie so, solche Ostler? Solche Ostler, die so einen Campinghut aufhaben, weißt du, so meistens älteren, es tut mir leid, es sind halt meistens ältere Menschen. Ja? Also so vom Klischee her. Denkst du, da gibt es auch solche, so, die so da stehen und sie so aus dem Camper so kommen, oder aus dem Zelt, so, sag mal so ein 5,0 aufmachen, so, pssst, dann stehen sie so da und gucken so wie, so, ne? Genau. Ja, Das das vielleicht nicht, war. aber das Müll dort lassen kann ich mir gut vorstellen. Vor allem diese eine alte Frau dort mit dem Kuchen, die die ganze Zeit diesen Kuchen gegessen hat, wo der Hund dann auch ein Boah, bisschen die vom war Teller auch, mit ey, essen wirklich, durfte. ey. Ja, Also, Red Wine. ja, da kann ich Genau. mir, wo der Mann gestorben ist. Genau. Ja, genau. Der, Okay. nee, nee, ist nicht der Mann, weil der Lord Kommandant darf ja nicht, der Königsgarde darf ja nicht eine Frau zu sich nehmen, klingt komisch, sich nehmen. Okay. Das muss dann, also, das wird der Bruder, Onkel. Na, Also, so verwandt. so tief bin ich dann auch nicht drin, Leute. So tief Gut, bin ich dann auch nicht drin. auf jeden Fall irgendjemand von der. In Red Wine Genau. auf jeden Fall, genau. Ja. Bei der kann ich mir gut vorstellen, dass sie, weiß nicht, so im Geheimen dort hinter dem Zelt, weiß nicht, so mal ein bisschen was liegen lässt, so. Zum Beispiel, wo sie dann den Hund Gassi gehen muss oder Ja, sowas, und die dass wird da ein bisschen bestimmt so die, die Scheiß wird aufhört. bestimmt die Hundescheiße liegen lassen, ja. Ja, genau, so eine ist das, glaube ich. Ja, ich denke auch. Gut. Was ich aber finde ich noch interessant finde, was in der Kutsche noch passiert ist, dass Rhaenyra sagte, glaube ich, als letzter Satz, no one is there for me. Ne? Was Ja. quasi die letzten 3 Jahre beschreibt, scheinbar für sie.
Ihr Vater Ja. war nicht für sie da und sonst auch keiner. Und ich glaube, das ist nicht ganz gesund. Ja. Und Also. wir kennen ja Targaryens. Ja. Wir kennen ja Targaryens. Ne? Aber doch, ich glaube, eine Person war ein bisschen für sie da. Sehr, sehr Chris. Ne, ich wusste, dass das jetzt kommt. Natürlich, ja, genau, ich war da. Das wirst du, glaube ich, nicht mehr los, bis die Ja, das werde Serie ich nicht mehr vorbei ist oder bis los. er stirbt. Das werde ich nicht mehr los, das stimmt. Dann ganz interessant zu sehen für den Fortschritt der Handlung. Du wirst damit nichts anfangen können. Ich schon. Hat man die Strongs gesehen? Ist der Ist es der Leonis eine Krüppel? Strong? Hä? Ist es der eine Krüppel? Der Krüppel und seine Brüder. Ja. Genau, Da habe ich mir einmal schon ist gedacht, das ist es dann. der eine sitzt ja, aber es ist der Vater. Der eine sitzt im Rat des Königs. Und der andere ist der Krüppel und der wiederum andere, von dem hast du noch nicht viel gehört. Aber ich sag mal so, die Familie wird noch etwas interessanter werden im Lauf der Geschichte. Ja, okay. Gut. Also den Krüppel habe ich mir gemerkt. Genau, dann hat man nochmal die Lannisters gesehen, ne? Ja, genau. Da trifft ja auch Rhaenyra nochmal auf diesen einen Lannister Lord. Genau, auf Lord Jason Lannister. Der ja genauso beschissen klingt, wie er auch ist. Noch ist, genau. Also. Der Typ ist wirklich Erstmal. ein Lannister durch und durch. Genau, also das war wie so ein arroganter Lord aus dem Bilderbuch. Absolut. Ja, also da fand ich Jamie Lannister schon, also erstmal Jamie Lannister in der ersten Staffel, in der ersten Folge war charismatischer als der Typ. Der Typ ist Ja. wirklich ein absoluter arroganter Dreckswichser. Und ich fand Jamie Lannister da schon sympathischer als den Typen. Also der Typ ist ja Inbegriff von unsympathisch. So. Also ich fand, am besten hat eigentlich den Typen beschrieben, er bietet ja dann Rhaenyra ein bisschen Wein an, weil er möchte halt ein bisschen so, ja, nee, er Imponieren. möchte sie eigentlich heiraten, er möchte sie als Frau haben. Und wo Nennt Rhaenyra sie das auch dann Lady merkt. Wife. Er nennt sie auch Lady Wife. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen übersetzt ist. Also im Englischen nennt er sie Lady Wife. Kann gut sein, weiß ich. Jedenfalls, wo Rhaenyra dann das so ein bisschen ablehnt und den Wein dann zurückgibt und einfach geht, da kippt er den Wein einfach auf den Boden so. Und dann merkt man schon, okay, ja, das ist so ein Typ. Das ist so ein Typ. Da merkt man gleich, kann man den gleich kategorisieren. Genau. Und jetzt mein nächster Punkt ist der, den ich erst schon angekündigt habe, was ich beim ersten Mal schon etwa überhört habe, scheinbar. Und Und zwar? zwar das mit dem weißen Hirsch. Ach so, das hast du überhört. Das habe Okay. ich über. Ich wusste, dass sie auf einer Jagd sind, aber ich dachte so, okay, die jagen ja gar nicht so viel und habe diese 10, bis dieser weiße Hirsch kam, nie so wirklich verstanden. Und weil der weiße Hirsch, ich dachte so, okay, ja, jetzt ist ja ein weißer Hirsch. Das habe ich dann erst beim zweiten Mal. Ich so, ach ja, okay, jetzt verstehe ich's. Ihr Gott, war ich dumm. Der weiße Hirsch, ja, genau, der spricht ja Otto von, dass wenn der gejagt wird, dass das ein super Zeichen für Aegon den Zweiten wäre. Ja, und er sagt ja, dass er selbst er das so findet, obwohl er ja nicht abergläubisch ist, oder? Genau. Ja, Tja. Dann redet Rhaenyra ja nochmal mit Viserys und er will halt, dass sie heiratet und sie ist halt angepisst, weil er hier mit Jason Lannister, ne, scheinbar irgendwie so gesagt hat, hier, probier's mal irgendwie so, weil er hat ja in der Szene davor die Blicke gesehen, die Jason auf sie geworfen hat. Ja, Ja, ich sie ist glaube, das sieht man zwar. angepisst und reitet weg und noch jemand anders reitet hinterher. Ja, Benjamin, tu mich wieder peinigen. Ja, Also peinigen ist das du gar nicht, Held. weil, naja. Du Held, du folgst ihr in den tiefen Wald und willst sie beschützen, wie es ein edler Ritter tun sollte. Ja.
Ja, eigentlich ist das gar keine böse Sache, die du da machst. Das ist, finde ich, nee, ich finde es jetzt eigentlich sogar cool, wenn ich mal so recht überlege. Naja, auf jeden Fall, Jason Lannister schenkt Viserys eine Lanze, womit er den Hirsch, von dem Jason Lannister auch gehört haben soll, wahrscheinlich alle da, erlegen soll. Ja? Und dieser Speer, der sieht auch aus wie, Alter, ich bin scheiß Lannister und ich bin arrogant as fuck und schmückt diesen Speer. Es kann kein einfacher Speer sein, es ist so ein Speer. Aber es ist Jo. nicht Sonnenspeer. Das war, So ein ja, das Speer, habe ich aber nicht jetzt Sonnenspeer. nicht Sonnenspeer. Genau. Ja. Ja. Oh, jetzt meine Stimme Und war immer was ich auch, worüber wir noch gar nicht gesprochen kurz. haben. Oh, jetzt Benjamin gerade, der ist kotzt da gerade, ja. Ja, genau, alles gut. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass die meisten oder alle scheinen ja zu denken, dass Aegon jetzt der Nachfolger wird und Rhaenyra Ja, abgesetzt wird, ja. ne? Weil der König das nie so gesagt hat. Das hat er nie so gesagt. Fake News, ein aktuelles Thema. Das ist, ihr werdet noch verstehen, warum ich das Fake News gerade so, warum ich gelacht Stimmt, in habe. der nächsten In der Podcast-Folge dann. nächsten, genau. Fake News. Fake News sind die mächtigste Ärger. Sie sind Da, stärker als ein Panzer. genauer, grammatikal, da knabber ich Wie immer ein noch dran, Panzer. dass ich diesen Scheiß, dass ich noch diesen Scheiß Grammatikfehler gemacht habe. Naja, nächste Das kommt ja Folge, noch. Leute. Das ist ein Teaser, das ist ein Teaser für euch. Ja. Hier habe ich jetzt noch stehen, Viserys trinkt viel. Ja, genau. Er mag Ich den fand es auch. Alkohol noch mehr als davor. Ich fand es auch vorher so ein bisschen schockierend, dass an dem Punkt dann auch Otto so ein bisschen gewagt hat, vielleicht es mal so anzudeuten, dass Ja, Otto ist ja auch nicht dumm. Natürlich tut er ihm da, ja. weil kenne ich selber, wenn du betrunken bist, zumindest bei mir ist es so, ist man auch auf eine gewisse Art großzügiger. Ja. Oder Benjamin? Das kann ich nicht sagen. Der Aber Arschloch, so was ich ein genau. Arschloch, wirklich. Obwohl ich es verstehen kann, wenn es ein guter Wein ist, kann ich es verstehen. Ja. Kann ich nichts zu sagen, Benjamin. Ich weiß. Ja, ich weiß. Was ich gehört habe, ist halt so, dass man manchmal so ein bisschen ins Gegenteil umkippt. Und weil Viserys ja eher so ein zurückhaltender Typ ist, kann ich mir gut vorstellen, dass er dann wiederum Ist dann. bei mir nicht. Ist bei mir nicht. Also, ich kann jetzt mal eine Anekdote aus meinem echten Leben erzählen. Also, bei mir maximiert sich alles, was ich jetzt habe, nur mal 10, quasi. So, okay. Also, ich werde noch gesprächiger und. Ja, ob es wirklich Direkter. niveauvoll witziger ist, weiß ich nicht. Direkter wäre ich auf jeden Fall. Direkter wird jeder, glaube ich. Ja, das stimmt. Aber ich versuche dann auch immer witziger zu werden und ich lache dann immer noch mehr und ja. Ich bin, glaube ich, ein angenehmer Zeitgenosse. Würde ich jetzt mal so von mir behaupten, selber. Keine Ahnung. Genau. Also, ich weiß, ich habe dich noch nicht so wirklich betrunken erlebt. Ja, das kommt noch. Keine Sorge, Benjamin, das kommt Ich noch. bin ne. Gut. Genau. Also, Jetzt sind wir ja. wirklich hier runtergesunken auf das Niveau, Alter. Wirklich. Wir sind Ja, jetzt hier, wir trinken. Wurde besoffen. Ja, wisst schon. Naja. Okay, ja, Das wird Folge weiter. Otto will Aegon mit Rhaenyra verheiraten. Ja, das schlägt er zumindest vor. Und an dem Punkt ist Viserys überhaupt nicht erfreut und macht nochmal klar, wie sehr ihn das eigentlich nervt, dass alle um ihn herum rumgeiern und irgendwie möglichst beste Stellung haben möchten, weil Otto sagt das natürlich auch, weil er die beste Stellung für seine Nachfahren haben möchte und ja, Aegon ist ja sein Enkel. Und genau, wie genug er davon hat, sagt dann Viserys. Und er macht nochmal klar, dass er nicht beabsichtigt, Aegon auf den Thron zu setzen, sondern weiterhin bei Rhaenyra bleibt. Man hat's, glaube ich, gehört. Ja, Ich ich habe auch gehört. sehe da so einen kleinen Ausstülper bei den Linien. Ja, ich sehe es. Apfelschorle. Ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber gut.
kriege gerade übelst Und gebrannt. Wahrscheinlich, weil wir gerade gut. über Wein geredet haben. Keine Sorge, in der Apfelschorle ist nichts drin. Einfach eine Apfelschorle. Das war Ja. oberwitzig. Eine Podcast-Folge, wo wir uns beide exzessiv. Naja, egal, nee. Nee, egal. Komm, machen wir weiter. Dann 5 Stunden Podcast, wir am Ende nur noch so ein kommt. Genau, ja. Wollen wir nicht Genau. weiter drauf eingehen? Was wolltest du noch Ja. zu Ende bringen? Ja, ich wollte dann halt diese da fast schon Montage erwähnen, die dann mal rausgehauen wird, wo Viserys da auf diesem Thron oder wie man das auch immer nennen will, auf diesem Stuhl sitzt und man sieht, wie er immer mehr trinkt und wie die Zeit auch ein bisschen vergeht und diese Wirkung von ihm aus. Und das fand ich so interessant, weil du hast mir vorher schon mal geschrieben, du fandest die Folge überraschend un Game of Thrones-sig. Und das muss ich auch sagen, also wirklich auch an sich, wie das alles gehandhabt wurde. Solche Sequenzen hatten wir nie so wirklich, wo das so subjektiv sozusagen aus einer Figur heraus gezeigt wird, wie hier halt das, dass er sich betrinkt und ja, genau die Wirkung von ihm aus. Das kommt ja dann später nochmal in der Folge mit einer anderen Figur, fast dasselbe. Genau. Mir fällt eine Sache noch ein, gerade, die ist komplett aus dem Kontext gerissen, aber weil du gerade sagst, mit dem Un-Game of Thrones, und ich da gerade gesagt habe, ja, es liegt am Regisseur. Weißt du, kennst du die traurigen Nachrichten? Habe ich die vielleicht sogar in der letzten Folge schon erwähnt? Egal, ich erwähne es jetzt einfach nochmal. Kennst du die traurigen Nachrichten schon? Zur zweiten Staffel von House of the Dragon? Nein. Miguel Sapochnik wird die Serie verlassen als Showrunner. Ja, aber es gibt ein Aber und das beruhigt mich ein Stück weit. Und dieses Aber besteht darin, dass ein neuer Mann kommen wird als Showrunner, der den Posten übernehmen wird. Und zwar, oh Gott, der Vorname fehlt mir gerade, N. Irgendwas mit Taylor. Nachname ist Taylor. Irgendwas A. Taylor. Oh Auf Gott, jeden Fall sag das nicht nicht. David Benioff und DB Ja, genau. Der hat aber. Ich kann dir mal. Ich kann dir mal. Ich muss erstmal. Ja? Tu mal füllen. Das ist blöd, wenn du Ich jetzt hier mach so schweigend lange da mal weiter. sitzt. Gut, Tu mal ich mach so füllen. lange mal weiter mit der Folge. Weil dann kommt nämlich ein Berater und will halt dann Vorschläge dem König machen und wir haben ja gemerkt, den ganzen Abend über, dass der Das König. ist der Berater, der kommt, ist Lord Strong, der Haupt der Strong-Familie, Genau der der Typ. ja auch in der letzten Folge schon vom König befragt wurde. In der zweiten. Genau. Genau. Und der will halt Ratschläge dem König geben, aber der König ist schon skeptisch von vornherein, weil den ganzen Abend über hat er nur gemerkt, wie alle irgendwie sich in die Familie hineinschleichen wollen und vermutet das erstmal. Aber er sagt Gegenteiliges und sagt, dass unbedingt eine Bindung. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie heißt denn der Prinz? Ah, welcher Prinz? Ach, du meinst den Valerian? Zur, ja, Lenor. genau, Lenor zum, Valerian. Genau, das heißt die bessere ja, Wahl. Leon, genau, dass er dort eine Verbindung machen sollte zu Rhaenyra, weil das auf jeden Fall das Haus stärken würde und er will halt eben nicht die egoistischen Absichten durchsetzen, sondern will wirklich nur das Beste für den König, ja, und der König tut das dann mit einer wohlgewollten Hand auf der Schulter. Alan Taylor, Alan Taylor. Und der macht So das auch random. nicht. Okay. Genau, der sorry, sorry, dass ich Ja, unterbrochen habe. alles gut. Erzähl weiter, ich Nee, sag gleich ich bin mal, mit was dem der Punkt so fertig. alles. Okay. Dann erzähle ich euch mal, was der gute Mann so gemacht hat. Und das ist nicht wenig. Kleiner Spoiler, er hat in Game of Thrones mitgewirkt. Okay. Ja. Und zwar, jetzt ist es gerade wieder weg gewesen. Füllen, Benjamin, füllen, füllen, füllen.
Ja, füllen, 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 füllen. Ich habe auch nachgeguckt, wer diese Folge, bei Improvisieren. dieser Folge Regie geführt hat. Ich habe nachgeguckt. Der hat bisher nicht so viel gemacht. Auf jeden Fall hat der Dings gemacht. Eine Folge von der Dune-Serie, die zwar nicht so erfolgreich war, aber die fand ich eigentlich ganz okay, die Serie. Okay. Das ist eine 2000er Serien-Adaption, weil ich mal nachgucken wollte, weil ich die Folge ja so anders fand und da wollte ich mal sehen, wer da seine Hände Also dran hatte. Craig Yates oder was, der jetzt die Folge gemacht hat. Ich weiß nicht, wie der heißt, weil ich kann mir keine Namen merken. Doch, also Aber der die Folge jetzt Regie, der die da jetzt Regie Regie geführt hat, geführt genau. hat. Ja. Ah, okay, gut. Das war Craig Yates, genau. Der zweite Showrunner nach Miguel Sapochnik. Verzeiht es bitte. Also mir zumindest, ich habe mit der Schule wirklich anstrengender Tag, deswegen tue ich ein bisschen rumleiern. Ja, also, und Aussprache, weil ich kann diesen Namen, manche Namen kann ich null aussprechen, deswegen. Ja, das Und stimmt. Namen Namen sind ist manchmal, eh meine Namen können Schwäche. manchmal wirklich schwer sein. Ah, hier haben wir es doch. Jetzt habe ich hier was gefunden. Das müsste doch eigentlich. Licht, 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 licht. Bitte funktioniere, bitte funktioniere, bitte funktioniere. Ja, gut, also. Ah, okay, warte, 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 warte. Hier. Also, er hat aus Staffel 7 Beyond the Wall gemacht. Alan Taylor, der neue Showrunner. Dann hat er in Game of Thrones Staffel 2 absolut viele Episoden gemacht und absolut gute Gut. Episoden. Die erste Episode aus Staffel 2, die zweite Episode aus Staffel 2, die achte Episode aus Staffel 3 und die zehnte Three Blasts, was am Ende mit diesem geilen White Walker Showdown war. Und pass auf, Staffel 1 jetzt. Das wird er die Schuhe ausziehen. Er hat Episode 10 gemacht. Oh, okay. Für Und mich eine er der hat besten. Episode 9 gemacht. Geil. Okay. Also der Mann hat's drauf. Also können wir. Klar, es ist schade, Miguel Sapochnik mit den großen Sachen, die er gemacht hat. Battle of Bastards. Battle of the Bastards. Habe ich gerade Battle of Bastards gesagt? Ich weiß nicht. Wie auch Battle immer. of the Bastards, nee, war der, oder Battle of Bastards? Oh Gott. Leute, ihr seht, ich bin durch. Ey, wenn ich nicht bei Battle of Bastards. Battle of the Auf Bastards, ich glaube Battle vielleicht, ich weiß of nicht. the, Wie auch ja. immer, eins von beiden. Ist ja nicht so wichtig. Dann natürlich The Long Night, The Hard Home. Die ganzen großen Dinger hat er auf jeden Fall gemacht. Wisst ihr ja. Genau. Und Light of the Seven. Er wird, glaube ich, in Folge 6 das letzte Mal Regie führen. Und ich weiß schon ungefähr, was in Folge 6 passieren wird. Okay. Weil ich mir. In Folge 5 und 6 könnte ich mir vorstellen, was passiert. Oder so grob ungefähr. Weil ich dachte, das passiert am Ende der Staffel. Aber ich glaube jetzt so von den Zeitsachen, die jetzt bringen schon, wenn sie jetzt schon so weit fortgeschritten sind, denke ich. Ich denke, ich weiß, was dann kommt. Und dann wird das doch noch. Die Naja, Frage bleibt wollte ich dir nämlich gespannt. eh noch stellen. Du hattest mal eine Vermutung aufgestellt, wo die erste Staffel endet. Vielleicht weißt du das noch, was du mir gesagt hast. Du vermutest jetzt eher, dass das Ereignis, also ohne was zu spoilern, ich weiß nicht, die Zuhörer, aber das ist ein großes Ereignis, was auf jeden Fall noch kommen wird in der Serie. Glaubst du, dass das jetzt noch in der Staffel jetzt kommen wird? Das Ereignis, was ich gesagt habe. Also was? Ich meine jetzt das größte Ereignis, was demnächst kommen wird. Glaubst du, dass das noch ganz in dieser Staffel kommen wird? Oh, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Weil. Ich denke, genau dieses Ereignis wird in der fünften oder sechsten Folge kommen. Ach so, okay, gut. Genau. Ich dachte immer, es wird dann wirklich absolut zum Ende der Staffel sein. Aber ich denke es nicht. Ich denke, es könnte möglich sein, dass es in der fünften, sechsten Folge kommt. Ich glaube, die Leute, die es kennen, wissen, was ich meine. Die es nicht kennen. Okay, weil ich ja vermutet habe, die ganze Trittstein-Sache wird etwas länger gezogen. Ja, das dachte ich auch. Wie Deswegen auch immer. dachte ich, okay, das wird zum Ende der Staffel kommen, weil jetzt erstmal viel auf den Trittstein spielen wird. Auf den Stepstones, jetzt sage ich auch Trittsteine. Naja, wie gesagt, auf den Stepstones und ja, da kommen wir noch nicht hin. Davor haben wir noch zwei, drei Stationen während der Jagd. Und Genau. zwar.
Als nächstes Lena, kommst Lena, also nochmal, um nochmal die der Wörter abzuholen, heldenhafte warte mal. Ronny Göck, der heldenhafte Ronny Göck sitzt gerade am Lagerfeuer mitten im Wald bei Rhaenyra und beschützt sie und schlagt vor, dass sie mal langsam nach Hause gehen sollten oder so. Und ja, Rhaenyra heult sich ein bisschen aus, sagt vorher, nee, wir gehen nirgendwo hin und heult sich aus. Und dann hört man ein Knacksen im Gebüsch. Und dann kommt vielleicht das schlechteste CGI bisher der Serie. Oh ja, oh ja. Also es hatte kein The Walking Dead. Also so schlecht war es nicht. Es war jetzt nicht kein The Walking Dead Reh, aber okay. Ich muss Erzähl auch mal, anders Benjamin, reden, erzähl gell? weiter. Du hast es so schön erzählt. Am besten, Benjamin, du erzählst immer die Szenen, wo Kristen Cole vorkommt. Das machst du immer so gut, weißt du? Ja, dann geht's nämlich weiter, weil der pflichtbewusste Ronny Göck steht dann natürlich auf. Im Hinterkopf natürlich die Prinzessin zu beschützen und mit dem Schwert gezückt bewegt er sich Richtung Busch und puff, plötzlich springt ein Wildschwein heraus und der Ronny wird durch die Luft gejagt. Oh Gott. Der wird dich die. Also das ist ja nichts Besseres Englisch. Nee, egal. Dass dir da nichts Aber es Besseres sah so Englisch aus, einfällt. also ehrlich gesagt, es sah wirklich so aus. Ja, obwohl das fand ich noch gar nicht so schlecht aus, da wo er weggeschmissen wurde. Ich fand einfach, das Schwein sah absolut schlecht aus. Also mich hat mit das am meisten gestört, wie er dann weggeflogen ist. Ich dachte mir so, ja Das gut. fand ich gar nicht mal, aber ja, okay. Es sah alles ein bisschen komisch aus, aber naja. Was soll man machen, Ja. ne? Ja, wie auch immer. Dann erlegen sie auf jeden Fall zusammen das Schwein. Oder man könnte sagen, eher Rhaenyra tötet dann das Wildschwein. Genau. Und Und wird ich finde, von das ist ein Blut geiler besudelt. Kontrast zu der nächsten Szene, wo wo ein Hirsch gefunden wird und der König ihn erlegen soll. Rhaenyra Nein. tötet das Wildschwein eigenhändig mit dem Dolch. Ja. Ja? Also, und klar, Kristen Cole hat dem, also prinzipiell, wie hieß der Typ nochmal? Ronny Glück. Genau, der hat das Schwein ja schon ein bisschen verwundet. Okay, aber so wirklich den letzten Schlag hat der Rhaenyra gesetzt. So. Ja, aber sie hat es selber getötet. Könnte man so Genau. sagen. Kann man so sagen. Der König hat einen festgebundenen Hirsch. Alle haben zugeschaut. Und er hat es nicht wirklich hinbekommen, mit diesem Speer den Hirsch artgerecht zu killen. Also, der Er Hirsch hat muss ihn mich wirklich wirklich erstmal, es abquälen. tat ein bisschen weh, das tat in meinem Herzen ein bisschen weh, er hat ihn gequält. Ja. Aber nicht gewollt, einfach. Es sollte so ein bisschen die Er konnte es nicht Unfähigkeit des besser. Königs sein. Genau, die Ja. Unfähigkeit des Königs sollte es symbolisieren und das hat es, finde ich, auch sehr Und gut symbolisiert. ja. Was Für dann in der mich. nächsten Szene. Warte, wo war Warte. noch? Ja, okay. Also, Okay. für mich war diese Szene wirklich so die beste Szene. Also, das war meine Lieblingsszene aus dieser Folge. Punkt. Weil es für mich einfach so wunderschön bildlich dargestellt wurde, wie er sich wirklich dort mit diesem Hirsch abquält, was nicht mal der Königshirsch ist, ja, der weiße Hirsch, den die eigentlich finden wollten, sondern nur ein brauner. Genau, Das war Überleitung. und das ist ein geile, das ist wirklich eine gute Überleitung wieder mal. Wir sind halt einfach Überleitungsgötter. Ja. Und naja, dann, also er tut ihn dann irgendwie killen und alle klatschen, weißt du, weil er es so gut gemacht hat. Er hat einen festgehaltenen Hirsch getötet beim zweiten Mal, wo es ihm erklärt wurde, wie er es machen soll. Rhaenyra hat es alleine in der freien Wildbahn gemacht, fast alleine. Ja, und dann stehen Rhaenyra und diese andere ominöse Person und schauen auf das Lager. Und ja, Benjamin, jetzt darfst du gerne. Was, warte, ganz kurz noch. Was, finde ich, nochmal symbolisiert hat, wie unfähig der König ist? Bitteschön. Denn nun erscheint nämlich der weiße Hirsch Rhaenyra und sie sieht den Hirsch und Es der du, weiße Hirsch erscheint Rhaenyra, nicht der weiße Hirsch Rhaenyra, ne? Na. wie auch immer, ja, also der Ja. weiße Hirsch kommt zu Rhaenyra, genau, und da stehst du daneben und willst natürlich pflichtbewusst mal wieder für die Königin was Gutes tun und den Hirsch. Prinzessin. Prinzessin, richtig auch. Habe ich Königin gesagt? Ja, du hast Kollegin gesagt. Wie auch immer. Vielleicht später mal. Wie auch Vielleicht immer. später mal, wer weiß, wir wissen es nicht. Wie auch immer. Auf jeden Fall wirst du dann für deine Prinzessin diesen Hirsch
erschlagen. Aber die Prinzessin, weil sie ja keinen Sinn darin sieht, diesen Hirsch noch sinnlos abzuschlachten, sagt, nein, lass es, wir gehen jetzt einfach zurück ins Lager. Und das fand ich so schön. Sie hätte es tun können, aber hat's gelassen. Weil sie es einfach konnte. Ja. Das spricht mal Bände über ihre vielleicht kommende Macht oder es ist halt was Symbolisches dafür, was später Ja, noch anstehen genau. könnte. Das könnte was Symbolisches sein. Ich sag nix. Ah ja, genau, dann kommt ja noch mal. Dann geht's so langsam, also dann kam ja noch ein Gespräch zwischen Alicent und Viserys, wo er auch noch mal betrunken war, oder ja, das kam das dann, glaube ich. Ja, ich glaube. Ja, wo die dann im Schloss sind. Ach so, Genau, nein, aber beim Feuer. genau. Beim Feuer ist schon vorher, aber. Aber ja, genau. Alle, genau. Dann kommt aber, bevor alle sind im Schl also im Red Keep, dann mit Viserys spricht nochmal eine Szene, wo sie und Otto, also sie und ihr Vater, miteinander reden. Und wo Otto genau das gleiche wie in den 2 Folgen davor macht. Nur halt, dass er sie diesmal nicht prostituiert, sondern nur den König beeinflussen will über sie. Weil er die Macht jetzt einfach darüber hat. Und zwar, dass Aegon, dass sie ihn halt überzeugen soll, dass Aegon der Erbe sein soll vom Eisernen Thron, weil damit das ja Otto noch mehr festigen würde, weil dann ist der Großvater des zukünftigen Königs. Aber Alicent verteidigt sogar Rhaenyra da, ne? Also Alicent ist ja eh, steht jetzt eh nicht so wirklich von ihrer Seite aus auf Kriegsfuß mit Rhaenyra. Es ist eher von der Seite der Prinzessin. So diese Genau. Ablehnung. Und dann kommt die Szene mit Viserys. Und ja, da erreicht Viserys eine Nachricht von einem Bruder von Collis Valerian, dass die Stepstones, dass es gerade schlecht im Krieg gegen die Triarchie aussieht, gegen die Triarchie. Und Aber vorher kommt ja noch was Wichtiges. ja, habe ich das vergessen? Ja, erzähl, 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 erzähl. Mit Rhaenyra, wo, weil Alicent rät ja dann dem König, Ja, stimmt. Oh Gott, das ist ja so dass er wichtig, ihr das habe die ich vergessen, Entscheidung ja. überlassen sollte. Und der König selbst geht dann zu Rhaenyra und sagt, die Entscheidung, wen du als Mann haben möchtest, was ja jetzt eigentlich so der Konflikt war, dass sie immer das Gefühl hatte, dass sie alles aufgezwungen wird und dass sie nicht wirklich als Königin behandelt wird oder die kommende Königin behandelt wird. Und der König überlässt ihr an dem Punkt jetzt die Wahl, wen sie dann wählen möchte, aber sie soll heiraten, damit sie als Thronerbin feststeht, sozusagen. Und das fand ich nochmal so schön von Viserys wirklich zu sehen, dass er trotz all dem ein wirklich echt liebenswerter Mann ist, der auch wirklich seine Familie liebt und eigentlich nur das Beste möchte, aber ein bisschen überfordert ist mit der aktuellen Lage. Viserys, nee, warte. Viserys, you're a good man. Okay. Ja, er ist ein guter Mann, aber Ja, kein ist er. lieber König. Ja. Exakt, exakt, das in 2 Sätzen ist es zusammengefasst, was er ist. Ja, und das fand ich auch sehr schön, die Szene zwischen den beiden. Ja, Weil er das einsieht, war er hat sich auch Alicent genommen, weil er es wollte. Und das, warum soll es Rhaenyra nicht auch können? ja. Ja, definitiv. Und jetzt kommen wir zu den Stepstones. So. Das ist bei den Stepstones. Und zwar ist mir aufgefallen, dass es ja erstmal wirklich so lange draufgehalten wurde. Ja. Auf die Stepstones erstmal, wo die Schiffe fuhren und dann so die Ballisten, glaube ich, da so draufgeschossen haben aufs Meer, auf die Schiffe. Eins wurde sogar getroffen. Es waren Valyrian-Schiffe, glaube ich. Ja, es waren Valyrian-Schiffe. Und ja, dabei gibt es einen Kriegsrat gerade zwischen den Valyrians, wo Lena auch mit dabei
steht und Corlys und Corlys Bruder Name, sorry, habe ich jetzt nicht. Ich gucke jetzt auch nicht mehr nach, weil es ist unprofessionell, immer nachzuschauen. Genau. Fand's auch Und schön, wie sich die Frisuren von den Figuren verändert haben. Man merkt so wirklich, dass sie einen Krieg hinter sich haben, dass die Haare nicht geschnitten wurden. Allgemein sind sie übelst schmutzig und man merkt, okay, der Krieg läuft schon seit einer Weile. oh ja, der läuft seit 3 Jahren ungefähr, ne? Ja. Und das sieht Und man. das ist so schade, dass wir von den 3 Jahren kaum was Ja, gesehen das haben. also wirklich war, finde ich auch. Aber ja, prinzipiell, das würde halt vielleicht das Budget sprengen einfach. Ja, kann sein. Kann gut sein. Na, ein bisschen was haben wir ja gesehen und Ja. wir sehen ja auch auf jeden Fall noch was. Wir sehen noch was. Und ja, die quatschen halt, dass es einfach nicht gut läuft gerade. Ja. Da ist mir jetzt auch nichts irgendwie absolut Wichtiges aufgefallen, oder? Nö, also sie diskutieren, was sie machen sollten. Und dann kommt der Daemon. Und Da kommt das war damals der Daemon der kommt. Daimon, genau. Der Daimon kommt mit dem Drachen und es ist einfach so badass, weißt du? Er spricht in der ganzen Folge einen Satz, aber trotzdem, wie er Ja, dort nee, also landet, spricht mehr dazwischen als läuft. ein Satz. Er Mehr schreit als ein Satz. wie ein Kind, er schreit wie ein Kind in der ersten Szene. Dra, where are you? Ne? Das macht Okay, er. wenn man das Ja. weglässt. Ja, genau, aber prinzipiell ja. Der Genau. steht dann da und dann kommen die Wachen, die der König in der vorherigen Szene, wo er mit Rhaenyra gesprochen hat, weggeschickt hat. Und zwar. Was passiert da? Überbringen Sie die Nachricht, dass der König Schiffe sandt, um seinem Bruder zu helfen und damit vielleicht so ein bisschen den Konflikt, der sich jetzt aufgebaut hat, zwischen den beiden so ein bisschen zu entlösen. Nur dass Naja, quasi Daemon. Alicent hat die Schiffe geschickt, weil sie hat ihn ja Ja, quasi so ein okay, bisschen quasi überzeugt Alicent, ja. damit mit, wisst ihr, das Gragas, das Kragas. Ich muss den Namen nochmal richtig aussprechen, weil dafür ist der Name zu geil. Kragas, Trahar. Oder wie wir ihn den Gragas die Macht Ja. behält oder nicht. Genau. Genau. Und er schickte das nach Jahren, die er es nie machen wollte, schickt er Schiffe. Und ja, Daemon, das fand ich so gut an. Das fand ich eins mit der besten Sachen auch an der Folge. Daemon, man denkt so, okay, ja. Es wird leise, das Bild. Es gibt, glaube ich, in so eine leichte Zeitlupe auch, ne? So eine Slow-Mo. Es wird alles leise, so stumm. Und alles fokussiert sich auf Daemon, auf Daemons Nahe, wo das Gesicht angeschnitten ist. Man denkt, was passiert jetzt? Schnitt, zack, verprügelt er den Typen. Also er prügelt Ja. ihn tot, glaube ich, einfach. Mit seinem Helm. Und Ja. da sieht man, was Daemon Targaryen für ein Typ ist. Mal wieder. In der zweiten Ja. Folge hat man es, finde ich, gar nicht mal so krass gesehen. In der ersten schon, aber in der dritten jetzt auch wieder. Der Typ ist halt kein. Er ist halt der Rogue Prince. Er ist halt wirklich ein echt heftiger Typ. Ja, und da dachte ich mir auch so, Und. okay, ja, das ist wirklich krank, ne? Also, Ja, es dass er ist hier so charakterisiert wird. Aber wahnsinnig. ich meine, irgendwo, er wollte ja die ganze Zeit diese Ehre haben, dass er diesen Krieg gewonnen hat. Und dann, wo er hier knapp vor Ende oder so, kommt dann plötzlich der Bruder und er hat es wahrscheinlich so interpretiert, dass er die Lorbeeren sozusagen abernten möchte für den Genau. Krieg, den er die ganze Zeit geführt hat. Genau, Und da bist du da ein das bisschen raus. durch Viserys der Krieg beendet wird und dann Daemon wieder, ne? Das ist quasi die Werbeaktion, was ich ja in der letzten Folge gesagt habe, in die Hose geht und aus der Werbeaktion für Daemon eine Werbeaktion für Viserys wird. Nun denn, dann kommen wir dazu, dass Daemon. Weil, ach genau, stimmt, die sprechen ja, bevor Daemon kommt, davor, dass irgendwas, irgendein Plan da ist, aber keiner so wahnsinnig ist, ihn auszufüllen und Lena schlägt Daemon vor und das sagen aber die anderen so ein bisschen, nee, das wird er nicht machen oder nee. Und dann tut er mit einem kleinen Ruderboot alleine wohin segeln und dabei kommt, finde ich, vielleicht das beste Musikstück, was ich bisher in House of the Dragon gehört habe. Ohne Scheiß. Also, ich fand das Rhaenyra-Ding aus der letzten Folge ja schon geil, aber das fand ich ja noch geiler.
Weißt du, was ich meine? Wo er da gerade im Ruderboot sitzt. Aber ja, wo dann auch so von hinten gezeigt wird, ganz viel, und wer dann ganz stur dorthin marschiert, Ja, ich weiß dieses nicht. Musikstück, das bringe ich definitiv in die Folge mal rein. Ich Und irgendwas mit weiß noch nicht Stimmen, wo, ne? aber irgendwo. So. War Ja, genau, mit den Stimmen. wirklich. Ja. Ich finde eh mit Stimmen immer ganz cool. Er wird bestimmt dann davor, also danach jetzt nicht, und ich bring's auch nicht wieder zu der Stelle rein, das habe ich in der letzten Folge auch nicht gemacht, weil es einfach nicht gepasst hätte. Dafür habe ich eine schlauere Idee gehabt, ne? Das Game of Thrones Thema am Anfang und am Ende zu bringen. Ja. Genau, das wäre ich etwa davor jetzt. Das werdet ihr schon gehört haben. Wahrscheinlich das Letzte, was ihr gehört habt, war das, was ich so absolut cool fand. Genau. Ja. Dämon erreicht den Strand und schwenkt die weiße Flagge und will halt Crack-Ass verarschen. Aber natürlich ist Crack-Ass auch nicht ganz dumm. Und ja, aber erstmal sieht's so. Aber erstmal schickt natürlich die Leute, weil Crack-Ass scheinbar wirklich nicht kämpfen kann. Also wirklich nicht. Der Typ ist halt einfach scheinbar nur ein krasser Befehlshaber oder so. Ne? Und ein Folterer. Und ein Ja. Crack-Ass. Und Dämon legt das Schwert nieder. Und dann, bam, zack, Dolch. Dann geht's ab. Und wisst ihr, was ich mir Oh. sofort aufgeschrieben habe, wovon es auch tausende von Memes schon gibt? Was? Rickon Khan Zigzag, den man kennt. Muss mir mal erläutern. Hä? Bran, was Bran? Rickon Khan Zigzag, Ach but so, ach Demon hier. Ja, kennet. wegen den Pfeilen, ja, wo er dann ausweicht. Ach, jetzt, Er ja, stimmt. weicht den Pfeilen aus, ganz genau. Ja, Demon kann obwohl ich Zickzack laufen. da ein bisschen skeptisch war, weil das für mich schon fast schon zu viel Plot Armor war, wie er da durchhüpft und dass Ich er dafür nicht finde, bestraft wird. ja, auf eine Art schon. Aber er wurde ja auch getroffen. Aber Am auf Ende eine Art wurde er soll es auch getroffen. symbolisieren, was das für ein kranker Bastard ist. Ey, Ja, das sollst du auch das habe ich mir schon sehen. gedacht, aber oh, weiß nicht. Ich glaube, ich war an dem Punkt viel zu frustriert, dass dieser Arc einfach jetzt schon abgeschlossen wurde in 1,5 Szenen. Das Naja, es Ganze, und hätte das ja auch ist nochmal, schon ein bisschen. ich hatte noch eine andere Sache, Idee, wie es enden hätte können. Ne? Dass Und zwar? Dämon vielleicht, also im Buch ist das nicht so, aber dass Dämon dann gefangen wird, dass dann nochmal ein ganz Ja, neuer das Plot aufgemacht wird. Aber habe ich ja, auch kurz gedacht. dann dachte ich auch so, Dämon wird da nicht ohne Plan hingehen. Der Typ ist viel zu cool dafür und abgeklärt. So, der Typ ist kein Idiot. Der ist kein Jon Snow, deswegen ist eine gute Parallele, oder? Das ist eine gute Parallele. Ja, deswegen. Ja, dachte ich auch. Aber ich fand es gar nicht mal so schlimm, weil es einfach, finde ich, cool war, was da einfach passiert ist. Und die Brutalität war auch mal wieder sehr hoch, fand ich. Aber Ja, geil. das stimmt. Das stimmt, ja. Ja, und Dämon geht rein in die Höhle, wo Kragas Rahar flieht. Und der scheint wirklich, also der Typ schien, ich finde es geil, dass er kein einziges Wort geredet hat. Ja, stimmt, er hat wirklich kein einziges Wort gesagt. Das fand ich geil, weil er wurde nicht entmystifiziert. Der Typ ist einfach echt badass, auch wenn er nur zwei Folgen gesehen wurde. Aber Ja. so habe ich auch gehofft, dass sie den durchziehen. Zwar ein bisschen länger, aber doch, das muss ich sagen, gut gemacht. Aber ja. Es hätte länger sein müssen, finde ich. Und wenn es nur eine Folge länger gewesen wäre. Ne? Aber ich wusste ja, was kommt. Ich wusste auch prinzipiell, lange wird es nicht gehen. Das wusste ich schon in der letzten Folge, wo du gesagt hast, oh, da freue ich mich auf den Konflikt. Und ich wusste schon, naja, es kommt darauf an, wie die nächste Folge anfängt. Und also entweder zeigen sie viel von Stepstones. Oder halt sehr wenig. Und wenn es einen Zeitsprung gibt, dann wird das auch sehr schnell abgehandelt sein, die ganze Sache. Deswegen war ich mir relativ sicher, wo die Folge angefangen hat, dass es wahrscheinlich in der oder in der nächsten Folge auf jeden Fall endet. Denn was in der Folge? Auf jeden Fall kommt dann auch noch ein Drache herbei, ne? Ja, Den genau. Lenor Valerian reitet. Das ist Sea Smoke.
Also Seerauch, Seenebel, irgendwie so. Sea Smoke heißt der Drache. Genau. Und dann gibt es diesen finalen Shot, den wir auch als Thumbnail für das Video haben, wo Crack rausgetragen wird, also Ja, klar. rausgezogen wird und einfach, ja, damit der Krieg um die Stepstones, um die Triarchy beendet ist. Genau. Also visuell echt schöne Schlacht. Ich war ein bisschen enttäuscht. Deswegen ist es auch bei mir so, halt jetzt, ja, jetzt wo wir darüber geredet haben, ja, eigentlich ist sie schon gut, die Folge. Also. Sie ist schon, ich hab ihr eine 8 gegeben. Ich habe aber der ersten Folge auch eine 8 gegeben. 8 von 10. Ja, nur ich wollte ja nämlich, also für mich war es so eine 7, aber ja, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich war halt nur echt frustriert über das Ende halt. Ja, Frustration, ne? Es war, Crack-Ass war der neue Nachtkönig, so ein bisschen. Ja, ich fand's Auch halt dritte schade, ich fand's. Folge. Ja, stimmt auch, dritte Folge, ja. Ja, weiß ich, also prinzipiell fand ich's echt schön, wie viel Zeit die sich genommen haben für die Jagd. Aber so letzten Endes hätte ich mir dann doch vielleicht das umgekehrt gewünscht. Bisschen weniger Ja, von der Jagd, aber ein bisschen mehr. naja, ich kann ja sagen, weil wenn das passiert, was in der fünften, sechsten Folge, was ich von ausgehe, das passieren wird, du wirst auf jeden Fall noch Action erleben. Und du wirst auch noch Ja, coole das. Action erleben, wahrscheinlich auch noch in dieser Staffel und besonders wahrscheinlich in der fünften, sechsten Folge. Ja, ist mir schon bewusst. Aber ich habe mich gewundert, wie das verteilt wurde mit den Konflikten, weil es wurde ja jetzt erst der große Konflikt der nächsten Folge so ein bisschen angedeutet und dann war es eigentlich nur die letzten 15 Ja, ich Minuten oder die finde, was ersten ich sehr zwei. schön finde, was halt auch anders zu Game of Thrones ist, ist, dass wirklich in den drei Folgen jetzt immer ein Zeitsprung war. Und auch immer finde ich eine abgeschlossene Handlung von einer Folge. Was? Also die Serie ist eine Serie, was eine fortwährende Handlung hat. Aber jede Folge hat eine innig geschlossene Handlung, obwohl die trotzdem die Haupthandlung weiterbringt. Das finde ich irgendwie super cool an der Serie bis jetzt. Ja, das stimmt. Man hat immer so das Gefühl, man hat so eine inhaltliche Klammer gehabt. Am Anfang und am Ende der Folge. Genau. Gut, wir haben 1,5 Stunden geredet. Es war wirklich wieder lange. Es war mir aber eine Genau. Freude, Das weil war ich schade. hatte auch viel zu erzählen, weil die Folge, die hat einfach zum Reden eingeladen. Ja, Ich habe stimmt. mit meiner Haben Mom am heute viel Anfang auch erstmal aufgenommen. 20 Minuten so nebenbei hergeredet, aber ja. Ja, ich habe mit meiner Mom heute früh auch schon drüber geredet und gestern früh auch. Weil ich wollte einfach mit Leuten reden und ich würde am liebsten mit dir sofort nach der Folge reden, aber dann haben wir halt nichts zum Podcast, weißt du? Deswegen Na, stimmt. ist das besser, wenn wir dann immer im Podcast erst miteinander drüber reden. Klar, wir haben uns schon ausgetauscht. Das ist logisch. Also das können wir nicht verhindern. Ne? Ja, eben, also wenn wir die Folge geguckt haben, dann fragen wir schon so nach, okay, hast du es geguckt? Ja, wie viele Punkte würdest du geben oder wie fandest du es jetzt? So grundsätzlich. Ich kann mal vorlesen, was ich geschrieben habe, eben. Oder was du? Daniel, das war ich mit dem langen Text. Er schrieb, ich fand, es war bisher die schwächste Folge. Bleibst du jetzt dabei? War das bisher die schwächste Folge? Ich finde die Ach, ich erste, ich finde. finde die, ich find die besser als die erste sogar. Also ich fand, die erste war ein guter Einstieg und die erste war richtig gut. Richtig, richtig gut. Aber ich fand wirklich die dritte auch noch besser als die erste, weil die erste fand ich, ja, ich fand die nur einen guten Einstieg, aber. Die zweite war richtig geil. Die hat von mir eine 10 gekriegt. Oder hat eine 9? Nee, eine 9 hat sie von mir bekommen. Und die dritte hat jetzt eine 8 bekommen, was zwar auch die erste bekommen hat, aber. Also ich sag jetzt mal, ich fand, dass die Folge, also für mich subjektiv, ist es vielleicht jetzt doch nicht mehr die schwächste, weil ich fand, so viele schöne Momente waren in dieser Folge, dass ich es, aber objektiv schon, weil ich das schade fand, dass diese eine also ein Plotline, wo man eigentlich dachte, dass es viel Zeit einnehmen wird, so, ja, eigentlich in zwei Szenen fast schon abgefrühstückt wurde. Genau. Aber ich fand halt alles um die Jagd herum, fand ich wunderschön. Das stimmt. Noch was zu sagen, weil ich würde das jetzt beenden mit dem Text, den ich geschrieben habe. Ich werde zwar aus dem Text ein großes Stück auslassen, weil ein großes Stück ich so auch einfach privates Zeug ist. Was ihr nicht Ja, wissen nö. müsst. Nee, das ist eigentlich nur, das ist eigentlich,
Ja, das ist einfach nur so, ja, einfach, das ist egal. Auch. Ja, ist Kann ich nicht natürlich wichtig nochmal so. beschreiben, dass ich mich dann am nächsten Tag, also gestern habe ich mich dann nochmal hin. Ich habe das am Montag, heute ist Mittwoch, ich habe das am Montag eben geschrieben nach der Folge, dass ich das erstmal geschaut habe, dass ich mich am Dienstag nochmal hinsetze und es ja irgendwie so. Genau. Genau. Aber das ist für euch Nö. bestimmt interessant. Also ich würde sagen, ja, ich bei dieser Folge hatte ich ein durchmischteres Empfinden als bei den anderen Folgen. Bei den anderen war ich so, ja, gut, sehr gut. Und bei der Folge war ich schade, aber auch sehr cool teilweise. Ja, das sind so meine Ich abschließenden Worte. hab auch noch die abschließenden Worte, bevor ich es vorlese. Also, das hat man jetzt gesagt mit cooler Folge. Trotzdem, wie gesagt, ich finde es besser wie die erste. Es sind wieder 1,5 Stunden geworden beim Podcast. Gebt doch auch mal Feedback, wie die Folge war. Ich sag zwar immer, die nächste wird nicht so lang, aber am Ende wird sie doch so lang. Ich würde sagen, legen uns nicht auf 1 Stunde oder so fest, weil klar, es ist attraktiver, aber ganz ehrlich, wenn wir uns so festlegen, dann ist es auch immer blöd, wenn man mit so einem Druck dann arbeitet und dann kann man gar nicht alles erzählen und dann, nee. Einfach sich Zeit lassen, das machen wir schon und Ja, ihr habt was wir doch auch vielleicht dann maximal. mehr von uns. Ihr habt dann auch mehr von uns. Was wir vielleicht noch machen können, dass wir halt das mehr in den Podcast ziehen mit dem persönlichen Erzählen, was wir am Anfang hatten. Haben wir ja ziemlich viel drüber geredet. Ja, jo, Ja. das lief gerade ab. Das machen wir ja eben im Podcast so. Ja, das machen wir Aber eben im finde Podcast, ich, genau. das noch so ein bisschen attraktiver machen für die Folgenbesprechung, dass es dann wirklich Folgenbesprechung ist und nicht Das Podcast stimmt, sozusagen. genau, das dachte ich auch. Also, wir versuchen bei der nächsten Folgenbesprechung die kürzer zu machen. Die Hauptfolgen, die werden wahrscheinlich so lange werden, ganz klar. Aber die Ja. Folgenbesprechung hatte ich schon irgendwie so auf 1 Stunde geplant. Das ist 1/2 Stunde mehr geworden. Okay, naja. Okay. Genau, aber Gebt noch eine Feedback. Sache. Ja. Ja, okay, ja, sag das noch. Ich dachte, du bist schon mit dem. Nee, gebt Feedback. Abonniert bitte. Teilt das Video, teilt den Kanal, um uns größer zu machen. Like das Video und gebt Feedback, wie ihr es fandet. Kommunikation finde ich geil. Ja. Kommentare, toll. Und Genau. verteilt bitte den Hashtag RIP Crack Ass. Oder Rip Crack. Crack Ass werde ich jetzt auch immer benutzen, Benjamin. Das posten wir dann sofort auf Watchers of the Screen, auf dem Instagram-Kanal, auf unserem RIP. persönlichen. Das tun wir einfach so ohne Kontext. Genau. Da tun wir auch irgendwie. Da tun wir, warte mal. Ja, wir ziehen es wieder, ich weiß. Da tun wir, warte, was packen wir drunter als Musikstück? Was packen wir drunter? Es muss irgendwas Witziges sein. Mit Hashtag, also Hashtag Crack. Übertraubliches. Ja, hier dieses. Irgendwas Trauriges. Oh, ja, dieses. Oder nee, weißt du was? Hier von Kilbe. Ja, Von von Kilbe. Kilbe, dieses Dim, dieses da, wisst schon, dieses, Ich weiß, welches du meinst, ja. ja, genau. Gut, Glaube ich also, zumindest. Leute, ich bin raus, ich lese jetzt noch vor, aber ich bin so raus, Benjamin. Jo, ich bin auch raus. Tschüss, RIP Crackers. Rip Crackers. Ich fand die Folge sehr un-Game of Thrones-ig, aber trotzdem war sie sehr, sehr wichtig, denn man hat die Spannung zwischen vielen Charakteren noch härter gemacht, wie auch die Folge in mir das Bedürfnis ausgesprochen hat, was die anderen beiden nicht gemacht haben, sie mir sofort nochmal anzuschauen, was ich leider nicht kann, da ich ins Bett muss. Fazit, Ende.